Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Artist TV und von Hanseatic TV. Ja, in Hamburg ist was los. Von gestern auf heute war der Kronprinz aus Norwegen, Hakon, hier zu Gast. Leider ohne seine Ehegattin, Mette Marit. Und er beschwor den hanseatischen Geist und eröffnete das Wirtschaftsforum hier in der Handelskammer. Und es gab natürlich auch eine obligatorische Barkassenfahrt. Ja, und was passiert heute? Heute wird die 11. Ausgabe der Affordable Art Fair, der größten Kunstmesse Norddeutschlands für zeitgenössische Kunst, präsentiert. Es laden wieder ein Marietta André heute zu einer inoffiziellen Eröffnung mit dem Kulturmanager und Direktor der Affordable Art Fair, Oliver Lehndorf. Ja, und was erleben Sie hier? Sie erleben etablierte Künstler, aber natürlich auch die Newcomer unserer Zeit, die wir natürlich mitentdecken wollen. Etablierte Künstler wie Gerhard Richter oder Rosemarie Trockel, Günter Uecker, Tony Craig, große Namen. Und da können Sie mal gucken, ob Sie da für sich einen kleinen Kunstschatz entdecken. Ja, und was wird es wieder für Kunstformen geben? Ich denke mal Ölbilder, Ölgemälde, Aquarellbilder, Zeichnungen, Installationen, Skulpturen, Zeichnungen, Siebdrucke, Drucke, Art Deco, Keramiken, sogar Digitalcollagen soll es geben und dann natürlich auch Fotoart und Popart und Streetart. Ja, das sind so die bekannten Kunstformen und wir wollen heute auch an Professor Dr. Falkenberg erinnern, der leider kürzlich verstorben ist nach seinem 80. Geburtstag und noch eine Ausstellung über Cindy Sherman präsentierte. Leider ist er verstorben. Er hat ja eine der wichtigsten und bedeutendsten Kunstsammlungen für zeitgenössische Kunst, moderne Kunst eben gehabt. Und wir gedenken an ihn heute und ehren ihn damit auch ein bisschen. Und heute erleben Sie Galeristen ungefähr, ich sag mal, was war da, so ungefähr 85 Galerien sind hier aufgelistet worden aus 17 Ländern. Nationale Künstler, regionale Künstler und auch natürlich internationale Künstler und das Publikum genauso aus Hamburg, aber auch bundesweit und auch internationale Gäste im letzten Jahr und darüber freuen wir uns und dazu laden wir Sie recht herzlich ein. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, die Gäste treffen langsam ein. Toll, wie das jetzt hier so pulsiert gleich. Und wir freuen uns natürlich auf viele Gespräche mit Kunstkennern, mit Kunstinteressierten, mit vielen, vielen bedeutenden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Wir sehen da schon einen, den Veranstalter hier, auch der Movie Meets Media. Und ja, dann machen wir einen kurzen Rundumblick und fangen auch gleich mit den ersten Interviews an. So, bekannte Gesichter, auch hier jetzt wieder der Sören Bauer, ich grüße dich. Hallo, wir kennen ja deine Movie Meets Media und du bist ja selber Unternehmer, Networker und da gibt es den Face Club, der dir gehört. Und ja, es wäre ganz toll, mal den Rahmen heute, warum du heute auf einer Kunstmesse bist, zu erfahren und etwas über deinen Face Club natürlich. Das ist relativ einfach. Ich habe eine Kooperation mit der Galerie Walentowski, jetzt von so nächste Movie Meets Media. Ja. Und wir werden da Bilder versteigern für eine Charity. Wir wollen unterstützen Wünsche wagen. Das ist ein Verein, die letzte Wünsche von todkranken Menschen erfüllen. Ja. Also wenn jemand noch mal ans Meer möchte, unbedingt das Meer sehen möchte, dann sorgen Sie dafür, dass er noch ans Meer kommt. Das finde ich wahnsinnig toll, weil man macht sich viel zu wenig Gedanken um Wünsche. Und letzte Wünsche sind eigentlich ja heilig, wir kennen es aus allen Filmen und da bin ich sehr froh, die Galerie Walentowski unterstützt uns da. Hier Udo Lindenberg. So sieht's unter anderem, ganz Otto, genau. Ne? Ja, ganz genau richtig. So, und das ist auch der Hintergrund, warum ich heute hier bin, weil die Galerieleiterin aus Timmendorf hat mich freundlicherweise eingeladen, um mir mal so ein bisschen die Kunstwelt zu zeigen. Aber du zeigst uns ja auch die internationale Filmwelt. Dein Movie Meets Media ist ja bundesweit in München, in Berlin, auch in Hamburg bald wieder. Was erwartet uns da Schönes und wie gelingt es dir immer wieder, Stars und eigentlich auch so die ganze Filmelite, sag ich mal, mit zusammenzubekommen und mit denen zu feiern? Und bitteschön. Ja, ganz einfach. Ich schicke dir eine Einladung und dann kommen sie. So einfach geht das. So einfach geht das. Und dann kommen die Sponsoren auch von ganz allein. Ne? Ja, das ist vielleicht nicht ganz so einfach. Heutzutage nicht. Nein, heutzutage sicherlich nicht mehr so einfach. Ja. Aber im Prinzip ist es auch so, wenn man eine fragt, kriegt man eine Antwort. Ja. So einfach ist es. Manchmal gefällt dann die Antwort nicht. Aber wenn man nicht fragt, hat man keine Antwort. Was erfährt man denn über den Face Club und Leaders Web, so heißt ja das Unternehmen? Ja. Was kann man da im Einzelnen erfahren? Networking, wichtiges Thema. Was habt ihr für Ziele? Wahrscheinlich auch Nachhaltigkeit.
so ja. Themen, die uns alle angehen eigentlich. Ne? Genau, der Face Club ist ein Club, wo wir Menschen miteinander zusammenbringen, branchenübergreifend, die Visionen haben, die was bewegen wollen. Ja. Und wie heißt es so schön, gemeinsam sind wir stark. Mhm. Und deswegen haben wir diesen Club gegründet und machen dafür Veranstaltungen monothematisch zu verschiedenen Themen, ob das jetzt New Work ist, Politik und Wirtschaft, Nachhaltigkeit, Lebensfreude, starke Frauen oder auch finanzielle Bildung. Das sind da so die Themen. Teilweise haben wir natürlich noch mehr Themen, worum es da geht und wo Menschen zueinander kommen, die sich austauschen wollen und die was gemeinschaftlich bewegen wollen. Und meistens ist ja jeder in seiner Branche ganz gut vernetzt, aber nicht in anderen Branchen. Ja. Und diese Lücke schließen wir mit dem Face Club. Und ja, jetzt haben wir 12.000 Mitglieder. Ich glaube, das sagt auch aus, dass der Bedarf da ist. Ja. Ich meine, das ist auch schon eine richtig starke Lobby, kann man sagen. Ja. Habt ihr da auch bestimmte Projekte jetzt, die ihr speziell anschieben wollt? Also gibt es da irgendwie ein, sag ich mal, ein Vorzeigeprojekt oder irgendein Projekt, wo du sagst, das wollen wir jetzt speziell in Gemeinschaft umsetzen? Oder sind das so langfristige Themen, die eigentlich jetzt nicht alle einzeln? Also sowohl als auch. Wir haben gerade eine Aktion in Vorbereitung, zu der ich aber noch nicht so viel sagen kann. Okay. Dreht sich um das Thema Energie und wird im Dezember wahrscheinlich veröffentlicht. Mhm. Und so wie es veröffentlicht werden soll, soll es dann auch entsprechende Aufmerksamkeit hervorheben. Deswegen kann ich da jetzt noch nichts zu sagen. Aber selbstverständlich geht es darum, Menschen zusammenzubringen, Initiativen voranzutreiben. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben ein Riesenpotenzial in diesem Land, was teilweise einfach nicht genutzt wird. Mhm. Und wenn zwei Menschen zusammenkommen, kann was Gutes oder was Schlechtes rauskommen. Mhm. Ich hoffe bei uns nur Gutes. Ja. Zum Abschluss vielleicht noch ein Appell an die Zuschauer. Wer soll sich bei dir melden oder kann sich gerne melden, bei dir bei Face Club zu sein? Was sind so die Vorzüge? Würdest du das nochmal kurz beschreiben oder Anreize vielleicht? Also bei uns kann sich natürlich jeder Mensch melden, der irgendwie was vom Leben möchte. Ne? Hallo mein lieber Vicky. Und der was erreichen möchte, der Visionen hat, der was bewegen will. Und generell möchte ich den Menschen mitteilen, seid mir dankbar und macht euch über eure Wünsche Gedanken. Ja. Und vielleicht erfüllt ihr euch es einfach. Und ich muss es einfach nochmal aussprechen. Ich habe da eine Transformation erlebt und du siehst saugut aus in deinem Outfit. Und ich finde es toll, wenn man das wirklich so toll umsetzt. Nicht? Vielen Dank, vielen Dank, Sören, und bis bald. Ne? Bis bald. Okay. Ne? Ciao. So, sie ist gerade eingetroffen, Birgit Saatrübe, ich grüße dich. Es ist ein Must-Have, dich muss man einfach interviewen. Und zwar auch, weil du ja Kuratoriumsmitglied der NCL-Stiftung bist. Und da geht es ja um das Thema Kinderdemenz. Und ich finde es toll, weil ihr macht ja auch Kunstauktion, dass du heute zur Affordable Art Fair gekommen bist und ihr Kunst mit einem guten Zweck und einer guten Sache in Verbindung bringt. Wenn du das mal kurz ein bisschen noch umschreibst. Ja, das mache ich natürlich sehr gerne, Sina. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich bin seit 20 Jahren, sitze ich im Kuratorium der NCL-Stiftung Kindern Demenz hier in Hamburg. Ja. Wir arbeiten mit dem UKE zusammen und ich habe vor knapp 20 Jahren die Kunstauktion kreiert, ins Leben gerufen, um Gelder zu generieren für Forschungszwecke für die NCL-Stiftung. Und ich schaue auch immer hier auf der Affordable Art Fair, ob ich noch Künstler finde, die uns dann unterstützen. Ich selber kaufe Kunst auch hier vor Ort, wenn ich was Tolles finde, also für uns privat zu Hause. Und ich trage auch heute Kunst. Oh, dann also, zeig das mal, dreh ich mal um. Oh, schön. Na, lieber in die Kamera nochmal. Ja, was ist das für ein Motiv? Das ist ein Sujet, ja? Ja, das ist von Michaela Rath hier, die sich das ausgedacht hat, Kunst zu printen auf diesem dieser Canvas-Jacke. Und ich fand das so toll, habe gedacht, das ist doch passend für heute. Aber nochmal zur Kunst- und NCL-Stiftung. Ja. Wir haben am 7. Februar im nächsten Jahr haben wir wieder unsere Auktion und alle lieben Gäste, die das hören, die sind natürlich herzlich willkommen. Wir bieten nationale, internationale Kunst an. Und große Namen auch, ne? Und große Namen sind dabei. Josef Beuys habe ich da auch schon mal gesehen. Ja, ne? Josef Beuys ist dabei. Es ist dabei Udo Lindenberg und Otto Walkes ist dabei und Ottmar Alt. Und ach, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Wir hatten Jonathan Mese schon dabei. Perfekt. Also großartig. Wir haben Armin Müller-Stahl, der wieder was stiftet. Und sind also sehr dankbar für diese Unterstützung.
die seitens der Künstler zu uns kommen. Dann bitte ich dich jetzt, einen Appell an die Zuschauer zu richten und natürlich nochmal viel, viel, sag ich mal, Aufmerksamkeit für deine Veranstaltung zu wecken. Ja, ja? Liebe Zuschauer, liebe Gäste, Sie sind herzlich willkommen. Bitte natürlich anmelden bei der NCL Stiftung. Die Kunstauktion findet statt am 7. Februar 18 Uhr in Jensens Lagerhaus. Und Sie sind herzlich willkommen. Wir erbitten einen kleinen Obolus. Es gibt Getränke, Vino, Wasser und auch Fingerput. Und so freuen wir uns, wenn Sie zahlreich erscheinen und dabei sind. Herzlichen Dank. Ich danke dir und ich freue mich auch heute, dass du dabei bist und auch hoffentlich schöne Kunstwerke für dich entdeckst und Künstler, die sich für euch einsetzen. Ja, werden, ne? Ganz, ganz herzlichen Dank, Sina. Mach's alles gut, Gute. Ciao. Tschüss. An meiner Seite jetzt Micky Rosenblatt. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Genau, und Micky Rosenblatt, du warst ja mal damals Partner von Tom Taylor. Ja. Das muss man auch noch mal kurz loswerden. Ja. Und bist du denn so kunstaffin? Bist du regelmäßig bei Kunstausstellungen auch bundesweit oder in anderen Ländern, Biennale, Venedig oder Art Basel? Oder? Kunst ist ja ein Teil unserer Kultur, ja. Unserer aller Kultur. Ja. Und wir sollten alle, und ich glaube, Kunst bringt die Menschen auch zusammen. Und wir sollten alle, und besonders hier diese Veranstaltung, ja. Ist ja was besonders, was Marietta hier geschaffen hat, ja. Für uns alle, auch für die Menschen, die nicht sagen, wir gehen nur zu Sotheby's oder wir gehen nur zu Christie's, ja. Wir gehen jetzt Affordable Art Fair. Und das finde ich eine wunderbare Idee, was sie gemacht hat. Und ich reise überall in der Welt, das war früher mein Job, durch meine Firma. Und es ist, welches Unternehmen ist es denn jetzt, wenn ich fragen darf? Ich dachte, du bist Privatier. Ja, na, ganz privatier dürfen bitte wir noch nicht sein. Bitte noch die Kamera rein. Ganz privatier sollten wir nicht sein. Wir müssen ja unsere Hirnzellen noch halten. Unsere Muskelzellen machen wir Sport, unsere Herzzellen müssen wir ein bisschen arbeiten. Ja. Also wenn wir nur noch privatier sind. Unternehmen in welchem Bereich übrigens? Verschiedenen Bereichen. Also okay. Ich mache verschiedene Bereiche. Also ich bin noch aktiv im Leben. Ja. Aktiv im Leben. Ja, Entschuldigung. Aktiv im Leben. Wir müssen aktiv bleiben, im Alter auch. Und es heißt Business, ja. Freunde. Ja. Kunst, Kultur, ja. Politik, wir müssen uns beschäftigen mit dem Leben. Und Kunst ist ein Teil unseres Lebens, es sollte ein Teil unseres Lebens sein. Da gibt es noch zudem viele Dinge, mit denen wir uns beschäftigen sollen. Die Gehirnzellen müssen laufen. Bist du denn Kunstsammler oder Kunstkenner? Wie würdest du das dich beschreiben? Also ich würde oder mal jemand, sagen, ich würde mich als Kunstsammler bezeichnen. Ja. Kenner bin ich überhaupt nicht. Ne? Das kenne ich schon. Ja, ich mehr so das, die moderne zeitgenössische Kunst. Ja, 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 auch ein bisschen davor auch durchaus. Ich kaufe das, was mir gefällt. Und ich sage mal, ich bin kein Kenner, ich bin ein Sammler. Ne? Die Kenner sind die Großen, das überlasse ich denen. Aber ich erfreue mich an der Kunst und erfreue mich, es ist ein Teil des Lebens. Also wir erfreuen uns am Leben und damit an der Kunst. Ich finde, dein Name klingt aber auch so poetisch. Hat Rosenblatt, Micky Rosenblatt. Hast du nicht auch schon mal den Pinsel geschwungen und dich selbst als Künstler versucht? Hat man nicht auch mal so den inneren Drang, sich expressiv auszudrücken? War da schon mal bei dir so die Muße? Expressiv drücke ich mich aus im Leben, aber nicht mit dem Pinsel. Okay, Micky, ich denke, dabei belassen wir es. Vielen Dank für deine kurzen Statements und ich wünsche uns heute viel Spaß und ich viel Genuss. Ich wünsche euch auch viel Spaß. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank, mein Lieber. Danke, dass du Spaß gemacht. Ja, gerade eingetroffen, Susanne Korn. Ich grüße dich von SK Konzept. Genau, das ist meine Firma, Das ist deine Firma und du machst ja Interior Design und Innenarchitektur. Genau, und dazu gehören wahrscheinlich auch tolle Werke, wenn du das mal erklärst, wie du das beruflich bei dir einbindest. Also ich mache ja vor allem Praxen und Kliniken und bin immer auf der Suche eigentlich nach eher positiven, farbenfrohen Sachen, also die Leute, die keine Angst machen, sagen wir es mal so. Weil Rot wird meistens mit Blut assoziiert und das sieht man nicht so gerne in Praxen. Ja. Wobei das auch nicht so einfach ist, weil die Ärzte oft ihre eigenen Vorstellungen haben und jeder favoriert seine Künstler. Und gerade in großen Praxengemeinschaften ist es immer ein bisschen schwierig, das auf einen Nenner zu kriegen. Deswegen sammle ich hier möglichst viel ein. Sind das auch so Auftrags-, sag ich mal, Kunstgeschichten, wo du sagst, da wirst du auch selber beauftragt, Kunstwerke zu suchen für oder... Bist ja, du da ich mache selber. Vorschläge. Ne? Also du wenn die Vorschläge, Praxis fertig ist, mache ich Vorschläge und meistens sucht man ein großes Bild und für die Flure so ein bisschen kleinere. Und manchmal kann man das ja auch leihen über einen bestimmten Zeitraum und dann zurückgeben. Und privat? Hängt natürlich auch ein bisschen von den Kosten ab. Natürlich. Privat bei dir selber, wie siehst du das? Das da so ein Contemporary Kunst? Ja, wir sammeln auch und wechseln immer, stellen wir immer einiges in den Keller, holen es wieder hoch. Leider haben wir auch einige große Sachen. Das ist ja
platzmäßig dann begrenzt, was man hängen kann. Tauscht immer mal so aus. Ja. Du machst auch auf Sylt viele Dinge, also viele Projekte auch. Das hattest du mir damals erzählt. Im Moment in Timmendorf. In Timmendorf, ja. Ja. Genau. Und heute auch in eigener Sache unterwegs oder eigentlich mehr für... Ja, ich suche immer noch mal was Bildhauermäßiges, so eine schöne Skulptur. Und das würde mich freuen, wenn wir hier was finden. Die Preise sind ja begrenzt, ich glaube 7.500 Euro. Ich glaube, das hat sich jetzt erhöht bis 10.000 Euro. Tatsächlich, das wusste ich gar nicht. Und gibt es hier befreundete Galerien oder Künstler? Ist das hier so, sag ich mal, auch so ein Netzwerk, wo du eigentlich schon mittlerweile viele Leute... Also ich bin sicher, dass ich hier viele treffe gleich. Ja. Ja. Aber wir sind ja auch viel auf Vernissagen und noch verabredet jetzt mit einigen. Das freut mich dann. Viel Genuss heute, viel Freude und dann bis zum nächsten Mal wieder gerne. Danke, Susanne. Tschüss. So, jetzt haben wir hier die bekannte Künstlerin Siva und ich habe gerade gehört, du bist wild und ich muss auch sagen, wow, du traust dich was und du hast dich auch immer was getraut und wir hatten ja das Vergnügen das letzte Mal, ich weiß noch, das war auf Sylt bei, wie heißen die noch, Betongold. Betongold war das, ganz edel. Ja. Elfi, Schwalach und... Genau, sag ruhig. Ja, sag ruhig die ganzen Namen. Stefan Knoll macht da ganz schöne... Elvi Bala, Stefan Knoll macht wundervolle Soundsystems. Rico Schwitters war auch vor Ort, Schwitters war da. Bornhold-Möbel, genau. Bornhold, genau. Sieber, heute bist du hier und wie gesagt, man kennt dich, man kennt deine Kunst. Auf die andere Seite. Nein, ist alles schön. Du bist ja auch eine Stilikone und ich finde es toll, wenn Künstler sich wirklich auch mit starker Persönlichkeit präsentieren und nicht nur die Kunst für sich sprechen lassen, sondern selber auch ein lebendiges Gesamtkunstwerk sind. Danke. Du bist also, ehrlich, es ist so eine Freude, erstmal Sina, dir jedes Mal zu begegnen. Oh, immer wieder aufs Neue. Tschüss, Kiki. Das ist alles hier so ein... Also es ist wirklich, weil du so eine wertschätzende und so eine freundliche, so eine liebevolle Art hast, jemanden einfach schon mal anzukündigen. Ja, auch ganz lieb. Und man fühlt sich gesehen und es macht einfach Spaß. Ja. Dir zu begegnen. Vor allem, es gibt ja auch Beispiele, dass Künstlerinnen sich selber auch zum Motiv gemacht haben. Und hast du das selber eigentlich auch schon mal ausprobiert, dich selber auch zu fotografieren, zu porträtieren, dich zu malen, Selbstbildnisse zu machen? Da gibt es doch auch Cindy Sherman vielleicht oder. Ne? Wow. Da gibt es ja ein paar große Namen, die das selber auch machen. Frida Kahlo, verschiedene, Niki de Saint-Phalle. Es gibt viele. Und tatsächlich, ich porträtiere mich auch immer wieder selber. Ich mache immer mal wieder auch Selfies und immer wieder, also ich selber kam eigentlich nicht auf die Idee, aber Menschen Vorsicht mit dem Kunstwerk. Tatsächlich irgendwie Zeitschriften oder so und Zeitungen hatten immer gesagt, das Gesamtkunstwerk. Und dann dachte ich immer, wen meinen Sie denn? Ja? Also, dass ich ein Gesamtkunstwerk bin, das ist aber wirklich, diese Federn sind besonders schön. Ja? Die hat eine japanische Künstlerin auf Ibiza für mich mal gemacht. Und ich muss sagen, was ist das, ein Gesamtkunstwerk? Wir sind doch alle Kunstwerke. Und weil ich jetzt eine Sonnenbrille trage, ich kann sie auch mal runternehmen, aber diese Federn oder in Grün oder so, das ist für mich nicht wirklich was ganz so Besonderes oder so. Ich trage einfach Aber gerne. Design kreierst du nicht? Oder doch auch Modedesign? Das ist mein eigenes Design. Das ist fantastisch. Ja. Ich sage ja, da bin ich am Gesamtkunstwerk mit Musik auch schon was ausprobiert überhaupt? Ja, es sind tatsächlich... Danke für die Frage. Ja. Also es sind wirklich drei Lieder schon auf Spotify. Ein kleines Album von mir ist erschienen. Das könnt ihr euch natürlich gerne anhören. Black the Space, Shooting Star und Holy Spring. Und das ist entstanden an meiner heiligen Quelle, wo wir auch leben im Wald. Ja. Und an der Quelle sind wirklich Texte gekommen, die mir so nie eingefallen sind. Also die hat eigentlich die Quelle geschrieben. Das muss ich gerade mal so sagen. Also meine Empathie verrät mir auch dein Duft. Also das ist ja sehr hölzern, sehr Wald. Okay. Was ist das? Oder Weihrauch? Oder was ist das genau? Sina, also ich meine, ich muss mal mit dir ein Interview führen, glaube ich. Es ist unfassbar. Du hast so eine gute Wahrnehmung. Oh, was ist denn das für ein Duft jetzt genau? Es ist eine Mischung, die ich selber auch wiederum aus dem Wald hergestellt habe. Es ist unglaublich. Ich destilliere manchmal mit meiner Tochter Vivian und ihrer Frau Anna. Und die haben ein Destilliergerät und da haben wir was selbst destilliert von einem ganz besonderen Baum, der bei uns im Wald steht. Und wie riecht es denn? Findest du es angenehm? Ich finde es ganz toll. Also wie gesagt, es ist so Natur pur. Es ist es pur. Es ist keine Chemie drin, es ist kein Stoff, der das haltbar macht. Toll. Es ist wirklich die Essenz eines ganz besonderen Baumes. Ja. Jetzt habe ich aber keine Frage irgendwie auf der Zunge, weil ich jetzt so viele Dinge über dich und dein Äußeres gesagt habe. Was ist für dich im Moment gerade wichtig? Auf welchen Wegen bist du? Hast du gerade eine Vision, ein Thema, wo du sagst, das ist deine Herzensangelegenheit, irgendwas Schönes, was du gerne heute von dir präsentieren möchtest?
Meine Herzensangelegenheit ist es, nachdem mich so viele Menschen auch immer wieder fragen, wo bleibt das Heartspace? Wann gibt es wieder dein Heartspace? Ja? Und wir sind jetzt gerade dabei, es gibt eine Förderung und da sind wir gerade dabei. Also dürfen die Bank nennen? Noch nicht, aber... Großen wir werden, also die tatsächlich auch für so ein Förderprogramm haben für soziale Projekte und wir würden gerne ein mobiles Heartspace gründen, sodass es immer vor Ort sein kann, mal in Eppendorf, mal vielleicht beste Idee in Düsseldorf. Zu dieser Zeit, in brisanten Zeiten wie heute, genau. Er kann es gar nicht schöner gehen, die Menschen aufzufangen. Dass ne? Menschen kommen können, mit uns Musik machen, in einem, so eine Art, das feuerrote Spielmobil gab es da früher, kennst du das? Ja, ja. Und so soll es das Heartspace-Mobil geben und da bin ich gerade so dabei, das zu gründen mit einem kleinen Team, meinem Mann und auch Amina eventuell. Hi. Man hallo. Kennt sich. Hallo. Hallo, wie schön. Ich brauche gerade nur mal meine Brille. Und abschließend noch. Danke für deine süßen Fragen. Und abschließend noch, was dich heute hier mit der Affordable Art Fair verbindet. Hast du da noch irgendwas Schönes, was du heute noch sagen willst zur Affordable Art Fair? Also ich muss sagen, ich freue mich sehr. Wir sind gerade erst gekommen, wir haben noch nichts gesehen, aber es sieht ja jetzt schon unglaublich cool und bunt aus. Ja. Kunst überall. Die liebste, allerliebste Marietta André hat mich eingeladen. Da freue ich mich und bedanke mich nochmal bei dir, liebe Marietta, für die schöne Einladung, die ja wirklich selber gerade überall unterwegs ist. Ich glaube, das wird weltweit ein Erfolg dein Buch. Mit der Vermarktung ihres Buches über Karl Lagerfeld, mein Geheimrat. Mein Geheimrat. Toll. Ich habe es erleben dürfen. Einmal auf Sylt, als sie diese jetzt vor kurzem im Sommer, es war fantastisch und Marietta bringt es so liebevoll und so authentisch und so Grand Dame rüber. Ich bin verliebt, ehrlich, in ihr Werk und auch in Marietta. Also sie ist das beste ein Schlusswort, Siva. Ich wünsche dir heute viel Genuss und vielen Freude Dank. Und bis zum nächsten Mal. Sina, wieder, ne? Vielen Dank. Ich danke dir auch. Ja, ich danke dir auch. Bis bald. Tschüss. Danke. So, jetzt auch aus der Ärzteschaft Dr. Meyer. Und Ihr Fachbereich ist Zahnheilkunde, richtig? Ja, genau. Herr Dr. Meyer, sagen Sie doch mal was über die Situation der Ärzte, die im Moment gerade auf die Straße gehen. Das freut mich. Und bitte schön in die Kamera gucken. Ja, natürlich. Was ist denn mit den Ärzten? Die verdienen nicht genug im Moment, oder? Nein, die Apotheker gehen auf die Straße im Augenblick, nicht die Zahnärzte. Aber die Ärzte sind ja auch vor kurzem auf die Straße gegangen. Ja, das sind aber unterschiedliche Interessen. Man kriegt ja nie alle unter einen Hut. Ja, es ist ja in der jetzigen Zeit nicht ganz leicht, für alle so durchzukommen. Ja. Und wo wird denn gekürzt, gespart, wenn Sie das nochmal auf den Punkt bringen? Was würden Sie sich für Ihre Ärzteschaft wünschen? Ja, ich kann nicht für alle Ärzte sprechen. Ich bin ja Zahnarzt, muss ich sagen. Denen geht es ja besonders gut eigentlich, ne? Man munkelt so, nicht? Aber es ist auch bei uns nicht mehr so leicht, muss ich sagen. Und Herr Ulich, Herr Meier. Herr Ulich oder Herr Meier? Nee, ich hatte Galerie Ulich, deswegen habe ich gerade Ulich gesagt. Das ist nämlich die Galerie Ulich. Nein, für uns ist das... Ja, gehen Sie gerne durch die Kamera, sehr schön. Das Schlimmste sicherlich für alle Ärzte in Deutschland ist, dass es ein Budget gibt, dass alles gedeckelt wird und man nicht mehr nach der einzelnen Leistung bezahlt wird. Und das ist sicherlich der Hauptgrund für viele, auf die Straße zu sehen. Sind die Raten für die Golfplätze zu hoch? Oder welche Raten meinen Sie? Ja, nein. Nein, das gedeckelte Geld. Ja. Jeder möchte gerne wissen, dass er, wenn er irgendwie ein Kaugummi verkauft, dann kriegt er 20 Pfennig über, dann möchte er das vorher wissen. Und nicht sagen, jetzt haben Sie heute 10 Kaugummis verkauft, heute kriegen Sie nur 10 Pfennig für das Stück. Und weil Sie gestern nur 3 verkauft haben, kriegen Sie heute 12 Pfennig für das Stück. Das überfordert mich gerade. Ja, also brauchen Sie mehr Planungssicherheit oder was muss wirklich effektiv konkret gemacht werden, so damit es jeder begreift, auch ich? Was brauchen Sie für Ärztesätze oder für Behandlungssätze, die dann irgendwie in irgendeiner Form so hoch sein müssen, dass Sie eben noch Ihren Lifestyle leben können? Und hier auf Kunstmessen natürlich auch. Also tolle Werke. Wir wünschen uns mit Sicherheit als Ärzte eine klarere Planbarkeit, was wir für die einzelne Leistung, wenn wir eine Leistung erbringen, dann final auch bekommen. Ja. Das wäre einfach wichtig für die Zukunft, dass man planen kann. Ja, damit wir nicht nach Ungarn gehen und uns dort die Implantate... Und ich wünschte mir ein bisschen mehr Flexibilität in der Politik, um auch die ganzen ländlichen Bereiche so ein bisschen interessanter zu machen. Ja. Warum soll ein Arzt, der irgendwo jenseits der Metropolen lebt und ganz hart arbeiten muss, warum soll er nicht ein bisschen mehr Geld dafür bekommen? Ja, natürlich. Für der in Hamburg-Mitte lebt und permanent fremdbereizt wird sozusagen. Und die armen Menschen, die dort arbeiten müssen, haben ja tendenziell mehr 60 und 80 Stunden Wochen. Sicher. Dann soll es auch lukrativer für die sein. Längere Anfahrtswege sind da auch zu berücksichtigen. Genau, vor allen Dingen längere Arbeitszeiten. Ja, und wenn dann dort jemand 60, 70 Stunden arbeitet und aufgrund des von mir eben angesprochenen Budgets eigentlich gar nicht mehr bekommt, als würde er 40 Stunden arbeiten, aufgrund aber der Menschen, der Not, der dort herrscht,
nur kleines Geld bekommt, relativ gesehen, weil da ja auch weniger Privatpatienten vorhanden sind, dann ist das ungerecht. Mhm. Ja, und deshalb muss man das ein bisschen mehr reizvoller gestalten. Da kann man kreativ sein. Herr Mayer, ich finde es toll, aber jetzt gehen wir mal auf die Kunst über. Ja, ja, gerne. Und erstmal vorweg die Frage, welche Stilrichtung gefällt Ihnen denn am besten? Ist es so Pop-Art, sind so poppige Sachen, Foto-Art oder Street-Art oder doch irgendwie und grundsätzlich abstrakte oder gegenständliche Kunst? Was fasziniert Sie? Welcher Künstler? Was das, möchten Sie gerne mal? Da ich wirklich überhaupt nicht kundig bin, kann ich Ihnen nur sagen, was Sie anspricht. Ich mag das, was mir gefällt. Ja. Und da gibt es nicht eine Richtung. Da gibt es nicht nur, da gibt es auch Pop-Art, da gibt es auch Street-Art, aber auf gar keinen Fall nur eine Richtung. Ja. Das ist mir zum Beispiel, das Motiv, vor dem wir stehen, ist mir prinzipiell ein bisschen zu blass. Na, das wollen wir jetzt nicht kommentieren, wollen die Künstler aber jetzt nicht diskreditieren. Ja, genau. Das ist ja auch, geht ja nur um meine unkundige Meinung und Empfindung. Ja. Aber hier ist das Herrliche, dass wir so viele verschiedene Künstler jedes Jahr wieder finden. Ja. Und wir immer wieder neu inspiriert werden, alle die Gäste, die herkommen. Es ist ja auch für ihre Praxis, große, um die Ausstattung? Auch das, ja, auch das kommt in Frage, ja. Für mich privat mehr. Ja. In der Praxis kann man das nicht jederzeit wechseln, weil auch wenn es Affordable Art ist, so ganz klein ist das auch nicht mehr. Was man hierfür ausgeben muss, sind doch immer 4- bis jetzt 5-stellige Beträge schon mitunter. Also Sie können auch günstigere Werke erwerben, die dann von Newcomern vielleicht der Zukunft, die dann auch Kunstgrößen werden könnten. Ja, ne? Ja, natürlich. Aber das ist ja das Reizvolle hier. Ja. In jedem Gang ist wieder was Neues, neue Inspiration und neue Freude. Also für mich ist das klasse. Ja, dann wünsche ich Ihnen auch heute viel Spaß, viel Freude mit als Kunstinteressierter, nicht als Kenner, aber ja, nur interessiert. Sie kennen sich mit den Zähnen aus und machen da nichts falsch und so. Da bin ich ganz gut dabei. Nicht die Falschen und dann ist gut. Ich danke Ihnen, Herr Mayer, und viel Spaß und bis bald wieder. Nicht? Dankeschön. Jetzt kennen wir uns ja. Ja, jetzt kennen wir uns. Ja, jetzt ein weiterer Gast, Andreas von Eicken. Ich grüße Sie recht herzlich. Sie haben mir eben gerade offenbart, dass Ihr Sohn hier ausstellt. Und erstmal zu Ihrer Person. In welchem Bereich arbeiten Sie? Ich bin ein ganz, ganz normaler Heringsbändiger aus Hamburg. Das heißt, er ist ein Kaufmann. Wir handeln mit Rohstoffen, Lebensmittelindustrie. Ja, aber ich freue mich jedes Mal, hierher kommen zu können. A, weil ich meinen Sohn die Ausstellung mir ansehe, den Sohn natürlich auch ansehe. Und darüber hinaus auch viele andere, die wirklich großartige Kunst machen. Und deswegen komme ich gerne. Über welche Kunst dürfen wir denn erfahren? Ihr Sohn macht welche Richtung von Kunst? Er hat, wenn Sie sich das Plakat ansehen... Ja, das können Sie gerne mal in die Kamera halten. Ja, dieses Bild ist sein Konkurrent, aber er malt ganz genauso. Ja. Ich hatte zuerst gedacht, wieso ist er denn jetzt da drauf? Was ist das für eine Stilrichtung, was würden Sie sagen? So ja, das ist etwas Kubismus oder Geheimnisvolles. Man denkt immer, das sind irgendwelche Geschichten dahinter. Ja. Ich frage ungern meinen Sohn, welche Geschichten dahinter sind, aber es sind immer welche. Er ist kein Geschichtenerzähler. Doch, durch seine Bilder. Das durch ist er. Bilder. Schon. Ja. Ja. Es gibt ja Menschen, die durch ihre Persönlichkeit wirken und auch ihre Bilder repräsentieren. Und dann gibt es halt Künstler, die ihre Kunst für sich sprechen lassen wollen. So ist es. Und das ist mehr für sich sprechen lassen können. Aber er ist kein Newcomer. Also er ist schon Nennen Sie den Namen jetzt mal. Jetzt haben wir ja große Ehrlichkeit geweckt. Er heißt Timo von Eicken. Timo von Eicken. Genau. Trägt ihren Namen also in die Kunstwelt, Genau. Das heißt ja nicht, dass er sich nicht noch ein Pseudonym aussuchen kann, nicht? Ja. So. Aber ja, er ist bekannt unter Timo von Eicken. Wenn er bekannt ist, ist er ja nicht nur in der Affordable Art Fair, sondern wird auch irgendwo in anderen Galerien vielleicht mit. Ja, ja. Eigentlich kann man sagen weltweit. Also jetzt Timo von Eicken, das muss ich mir jetzt merken. Timo von Eicken, Hamburger Künstler. Ach. Macht Ausstellungen. Ja, weltweit. Ja, er ist sehr gefragt und hat eine sehr gute Galerie. Gutberg-Nerger, die haben hier ihre Booths. Nennen Sie ruhig die Namen, kommen Sie ruhig und raus. Gutberg-Nerger ist, wie gesagt, seine Galerie. Ja. Und da gibt es immer viele Anfragen, mal in Frankfurt, mal ist er in Spanien, mal ist er sogar, glaube ich, war irgendwie in Asien mal. Also, ja, toll. Es geht Sie kommen dann mit Ehegattin nein, nein, auch? Nein, oder nein, überhaupt Sie begleiten nicht, ihn? Also nur nein, nur virtuell, kann man sagen. Ja. Jetzt letzte Frage, was interessiert Sie selber persönlich und Ihren Sohn dann noch auch darüber hinaus an der Affordable Art Fair? Also mich interessiert, dass es ihm gut geht, dass er Geld verdient, dass er seine Bilder verkaufen kann. Im Übrigen gucke ich dann eben auch mal rum, was vielleicht zu uns passt. Wir haben auch eine relativ kleine Sammlung, aber eine schöne Sammlung. Ja. Wir haben eine große Wohnung, wo wir das ausstellen können, auch mal tauschen können. Ja. Und deswegen gucke ich auch. Also nicht nur
ausschließlich für meinen Sohn, sondern auch mal was anderes. Schön, Sie sind also auch kunstinteressiert, kunstaffin. Genau so ist es. Ich danke Ihnen, Herr von Eicken. Ja, und dann gerne bis zum nächsten Mal. Grüßen Sie Ihren Sohn gern. So ist es. Und ich hoffe, er sieht das Interview. Ja, ganz bestimmt. Dankeschön. Vielen Dank. Wiederhören. Ja, jetzt habe ich hier Vater und Tochter. Ich habe ja öfter auch mal Mutter und Töchter zusammen, aber heute mal Vater und Tochter. Und ich finde es toll, es war so ein tolles, sympathisches Kennenlernen gerade eben. Nur mal kurz zur Frage. Erstmal dein Name. Amelie. Amelie, ja? Ja. Und Sie sind Herr? Carlo Dickhoff. Karl Dickhoff. Carlo. Carlo Dickhoff. Ja. Dickhoff, ist das irgendwie eine bekannte Modemarke oder so? Ja. Ja, nein, nein, nein. Also, ist gut, das macht es so spontan. Ich soll keine blaue Farbe, aber es wäre ja ein Kunstwerk. Nicht? Also, nee, das wäre schade um das Kunstwerk, würde ich mal eher sagen. Ja, dürfen wir weiter moderieren? Okay, also wir lassen es auch authentisch so bleiben. Carlo Dickhoff, das klingt so wie so eine bekannte Modemarke oder irgendwas? Dickhoff war ein Bekleidungsgeschäft, ja, was es schon länger nicht mehr gibt. Damit haben Sie aber nichts zu tun. Nein, habe ich nichts zu tun. Achso, Sie sind in welcher Branche, wenn ich fragen darf? Immobilienbranche. Immobilienbranche. Ja. Darf man auch den Namen der Firma wissen? Weil ich kenne viele Immobilienunternehmen übrigens. Ja, es ist ein Projektentwickler, NRC heißt er. NRC. Ja, ja. Wir hatten gerade zuletzt, glaube ich, NR oder NP oder... Kennen Sie da auch so Ihre Kollegen mit Bewerbern? Nee, kennen Sie nicht, ne? Ich kenne jede Menge, aber nicht die. Aber Sie sind nicht im Elbe Tower involviert, nein, 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 nicht beim Elbe Tower. Und da gehen wir auch schon mal über zum Thema Architektur. Weil wir haben ja natürlich auch noch eine Architekturstudentin. Genau. Und du bist auch kunstaffin oder, ich sag mal, kunstinteressiert? Wie sieht es bei euch beiden aus? Ja, sehr. Ja? Kunstaffin auf jeden Fall. Ja, was interessiert dich denn? Für welche Richtung Kunst interessierst du dich denn? Eher moderne und ein bisschen abstrakt. Du bist ja genau richtig hier. Ja. Die Klassiker finden wir hier nicht. Ist das bei Ihnen genauso? Genau, mit abstrakte genauso. Kunst? Absolut. Moderne Kunst? Ja. Von vornherein gleich einen Zugang gehabt? Weil manchmal ist es ja nicht einfach, ne? Ich bin eher ein bisschen schlichtere Kunst. Ein bisschen weniger Farben. Da ist ein bisschen mehr Farbe, mehr poppig, mehr, ja? Mehr Action? Ja. Das hätte ich mir eigentlich jetzt eher umgekehrt vorgestellt, Amelie. Ja. Ja. Du bist eine Architekturstudentin, dann müssen wir uns natürlich auch nochmal an die größte Installation, Skulptur nochmal richten, den Elbe Tower. Was sagst du denn dazu? Und Sie auch als Projektentwickler, das ist ja, was ist das hier? Was ist hier passiert? Was ist hier schiefgegangen? Amelie, ein bisschen? Ja. Na, ich war nie ein großer Fan des Elbe Towers. Der ja auch Scholz Tower gerne genannt wurde, Scholz Tower, das ist jetzt unkommentiert, aber ich war nie ein großer Fan. Warum? Weil sowas Großes, Imposantes, steht das nicht Hamburg gut zu Gesicht, oder? Nein, ich finde das für Hamburg kein besonderes Aushängeschild. Mine ernster jetzt gerade, ne? Ja, jetzt wird die Mine ernster. Jetzt ist es auch in mächtigen Schwierigkeiten, was mich nicht freut, muss ich sagen. Das Herr Kühne will sich ja vielleicht doch noch ein bisschen mehr engagieren, vielleicht, oder andere, sag ich mal, Investoren. Ich würde mich freuen, er würde sich engagieren, damit es keine Bauruine bleibt die Stadt auch Hamburg, wenn ich nie ein großer Fan des Elbe Towers gewesen bin. Und was sagst du zum Designwesen? Ich meine, das Design ist doch... Ne, also ich stehe eher für, also Hamburg, das ist nicht Hamburg. Das ist nicht Hamburg. Das Hamburg ist so sind die Alsterarkaden, die alten, alten Häuser, die ganzen... Nein, wir müssen doch aber auch Moderne und Tradition irgendwie verbinden, oder? Macht das nicht den Charme aus? Ja, ja, aber Hamburg hat ja eine bestimmte Architektursprache und natürlich muss man auch mal singulär was anderes machen, aber es ist ja ein bisschen außer Art gefallen, aber der Elbe Tower als großes Büro und Hotelhaus fand ich nie also wenn schon in Sachen Kultur, die Elbphilharmonie ist da schon, die hat sich ja nun auch bewährt, etabliert. Finde ich sowohl von der Architektur, von der Zweckbestimmung viel gelungener und ich war von Anfang auch an auch in Krisenzeiten. Auch gelungen, ne? Von 70 Millionen auf 700, gerne in die Kamera, 700 Millionen. Aber ich Millionen war auch in Krisenzeiten immer ein großer Fan der Elbphilharmonie. Das war ich vom Elbe Tower nicht. Gut, das war ein klares Statement. Haben Sie hier einen Favoriten, wenn wir schon von Fans reden hier? Gibt es einen Künstler, der euch besonders, ich sage jetzt euch, auch den Jugendfaktor hier mit 1 und 10, nicht? Dich tut sich, sie sieht sich. Ne? Das, so machen wir es. Also gibt es da hier einen Favoriten, gibt es einen Künstler, auf den ihr besonders euren Fokus heute legt? Nein, wir haben noch keinen Favoriten. Wir fangen gerade an. Wir haben gerade die erste Reihe hinter uns und wir haben uns noch auf keinen geeinigt. Aber letztes Jahr war ich mit meiner anderen Tochter da. Da haben wir uns auf jemanden geeinigt. Habe ich auch gekauft. Ja. Ah, und bin immer noch glücklich darüber. Aber Sie wollen doch Ihrer Tochter heute auch was Schönes schenken für ihr... Für Ihren Wohnbereich, deinen Wohnbereich, oder? Ja? Eher für bei Papa. Bei Papa? Fürs Haus. Wenn wir uns auf etwas einigen können,
Oftmals ist ja das Haus schon eingerichtet komplett. Da muss man ja eigentlich eher was substituieren, also irgendwas austauschen. Oftmals ist es doch so. Ne? Haben Sie da wirklich noch Freifläche? Ja, wir haben, bevor wir hierher gekommen sind, haben wir gesagt, die Fläche müsste mal neu bespielt werden. 10 Meter mal 10 Meter. Da waren wir uns einig. Jetzt suchen wir ein Bild dafür. Oh, das ist ja interessant. Sollten Sie es gefunden haben, also gerne wieder bei uns anklopfen, nicht? Ja, dann zeigen wir es gerne. Herr Carlo von Dickhoff von? Ohne? Nein, ohne von. Carlo Dickhoff. So ist doch nicht schlecht, von Dickhoff, nicht? Also Herr Dickhoff, vielen, vielen Dank für dieses charmante Gespräch. Auch sehr mit gerne. Ihrer Tochter vor allen Dingen. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Glück, viel Genuss und gerne mal wieder. Dankeschön. Ja? Herzlichen Dank. Ihnen auch. Ne? Tschüss. Danke, danke. Ja, meine Damen und Herren, Ted Lino an meiner Seite, was für eine Ehre für mich. Ja. Also wir hatten ja heute auch mit Frau Mariette André, oder haben das auch heute nochmal, das Thema Karl Lagerfeld. Ja. Und ich meine, du kennst ja alle Mode-Ikonen. Du hast nämlich eine der weltbesten internationalen Modelagenturen, Megamodels, Ted Lino an meiner Seite. Und wir hatten auch früher schon das Vergnügen. Ja. Ted, wenn man erstmal was über dich und deine Agentur erfahren darf, was gibt's denn für Entwicklungen, was sagst du über Germany's Next Topmodel? Oh, nee, die fragen mich bloß nicht immer dasselbe. Das fragen mich immer alle. Das habe ich nicht nochmal gefragt. Noch nie gefragt. Es ist gut. Nee, du nicht. Gute PR. Es ist eine gute Unterhaltungssendung. Genau, das wollte ich mich hören. Aber es ist Entertainment. Ansonsten nichts. Und Frau Klum macht es sehr, sehr gut. Ja, klar. Die weiß, wie man Geld macht. Ne? Welche bekannten Größenmodels von damals hast du denn hervorgebracht? Da gibt es ja auch ein paar bekannte Namen. Ja. Claudia Schiffer, war die auch mal im Portfolio? Claudia Schiffer nicht, nein. Gut, aber? Ich habe, was weiß ich, Christina Kruse, die war Weltrangliste 1, die aus der Lüneburger Heide, die jetzt eine anerkannte Künstlerin ist. Teresa Lorenko, mir fällt das jetzt nicht ein. Aber sind viele, zu viele, ich habe viele von den Großen, von Kleinen auf gehabt. Vertreten habe ich mehrere von Naomi bis sonst wohin. Ne? Kannst du nur kurz mal in Stichworten beschreiben, wie sich die Entwicklung jetzt weiter ausrichtet? Weil Modelvermarktung heutzutage hat nicht mehr viel von damals in Verbindung zu tun. Heute sind ja Influencer und, Internetvermarkter eigentlich die Größen von morgen. Es geht gar nicht mehr um die klassischen Maße, sondern eigentlich nur um den Bekanntheitsgrad und Marktwert, ja? Ja, da komme ich auch nicht so ganz mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese Schnullerlippen und aufgeblasene Brüste, das kann eigentlich nicht das schöne Ideal sein, aber es entwickelt sich Gott sei Dank wieder zurück. Ja. Es kommen wieder schöne Gesichter, spezielle Klassische Gesichter. Ja? Und auch nicht so, dass wir hatten ja danach auch eine Zeit lang, dass jedes Modell so austauschbar war. Ja, okay. Und in den 90ern, da war, wenn du Tatjana haben wolltest, dann bist du nach Malibu gefahren oder Linda oder wie auch immer. Naomi. Weil die sind nicht austauschbar gewesen. Ja. Und jetzt fängt es wieder an. Das ist toll. So ein bisschen, Also du suchst wirklich auch spezielle Gesichter. Wir haben gerade wieder zwei, und es geht nicht nur um klassische Schönheit, sondern es geht auch wahrscheinlich um markante Gesichtszüge. Charisma, muss was Besonderes. Okay, okay. Nur schön ist auch langweilig. Auch, genau. Zuletzt jetzt nochmal zur Affordable Art Fair. Was reizt dich an so einer Kunstmesse, die ausgerichtet ist auf zeitgenössische Kunst? Ja. Magst du mehr so die abstrakten, modernen Themen oder was spricht dich eigentlich hier? Also ich habe ein Bild, was mich besonders angesprochen hat bis sehr jetzt. Schön. Ansonsten ist das alles ein bisschen viel, was auf mich so einprasselt. Input, ne? Das ist das. Ja. Aber es ist wahnsinnig interessant. Mhm. Ich bin jetzt kein Kunstkenner, aber ich habe viel Kunst zu Hause. Aber ich habe nur das, was ich mache und auch Leute, die ich kenne. Und hier ist, Bist du selber eigentlich auch kreativ in irgendeiner Art und Weise? Jetzt hat dich das auch mal gereizt, zu zeichnen, zu malen, Skulpturen zu... Ich weiß immer, was ich kann. Aber du bist aber stilsicher und geschmackssicher. Ich bin sicher, was ich mache. Genau, was du magst, das machst. Und ich finde, so ist es auch bei mir mit dem Wein. Ja. Wenn ich ihn mache, dann mache ich ihn und dann ist er für mich gut. Und das Bild muss mir auch gefallen. Ted, ich danke dir. Jetzt gehen auch schon die ersten Gäste durch die Kamera. Die wollen alle berühmt werden. Ich danke dir und wünsche dir heute noch viel Spaß, viel Erfolg. Tschüss, danke dir. Ja, weitere spannende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Herr Lutz Marmor, ehemalig Intendant beim NDR. Und Sie waren ja auch ARD, sag ich mal, Vorsitzender. Ne? Ja, auch mal 3 Jahre, aber ist schon ein bisschen her. Und Sie waren sogar mal im Tatort am Schluss. Ich glaube, das war so ein Goodie von Ihrer, Belegschaft, Sie mal irgendwo zu platzieren. So war das. Sie fanden, dass Sie gut unterstützt habe oder kein schlechter Chef war. Ja. Und da haben die gesagt, haben Sie mal Lust, so eine kurze Rolle zu spielen und das hat Spaß gemacht. Ich war auch bei Rote Rosen. Oh, toll. Aber das wird jetzt keine zweite Karriere. Nein. Und Sie haben ja auch das Gitarrespielen erlernt.
Und das haben Sie mir auch erzählt, Sie waren viel auf Reisen und Sie haben Gitarre spielen gelernt. Und ich gebe Ihnen gerne mal eine Probestunde vom Herzen, weil ich ja auch schon seit... Ich glaube, Sie können es deutlich besser als ich. Naja, ich habe... Inzwischen ist es ja so, bei mir wie bei Keith Richards, der hat von den Stones, der hat ja auch schon gesagt, er hat ein bisschen an den Fingern schon Probleme, aber da kommen halt andere Töne raus. Ach, da spielen Sie Smoke of the Water. Smoke on the Water. Nee, das ist Deep Purple, das braucht man nicht. Das brauchen Sie nicht. Was sind denn so Ihre Vorlieben, Ihre Präferenzen in der Musik? Die sind sehr vielfältig, aber die kennt Jazz. Ja heute... Sie sind auch ein Jazz-Liebhaber. Auch Jazz, Gregory Porter, kommt demnächst zum Beispiel in die Elbphilharmonie. Ja. Ich habe in der Elbphilharmonie Yusu Endur gesehen, das war großartig, ein afrikanischer Künstler. Hatte ja auch einen Hit. Aber so in der... Seven Seconds, glaube ich. Und die... man bleibt bei den Helden der Jugend auch ein bisschen. Also ich fand zum Beispiel, die Small Faces war meine absolute Lieblingsband. Okay. Daraus entstanden die Faces, da war Rod Stewart dann drin, den finde ich bis heute noch. Nicht mit allem, aber mit vielem sehr gut. Die Stones, ich habe mir auch die neue Stones-CD gekauft. Ich finde, die ist okay. Die ist wirklich wieder alte Stones. Ich wollte mal fragen mit den Stones, dass wir haben ja auch jetzt einen neuen Beatles-Song, der ja auch durch KI, Künstliche Intelligenz, irgendwie geformt wurde, Now and Then. Ne? Aber pass auf, in meiner Jugend mit Jahrgang 54 musstest du entweder sagen Stones oder Beatles. Ah ja, stimmt. Ich war bei der Stones-Fraktion. HSV oder St. Pauli, jetzt kommen wir schnell. Nee, beides. Ich bin ja gebürtiger Kölner und mein Verein ist letzter in der Bundesliga, 1. FC Köln. Kann man doch. Ja, aber der 1. FC Köln hatte mal eine Freundschaft mit St. Pauli. Ich habe noch so einen Freundschaftsschal. Aber eigentlich muss ich sagen, ist für Hamburg schön, wenn überhaupt mal wieder jemand in der ersten Liga spielt. Das sowieso. Und ich wollte eigentlich nur den Bogen spannen, dass wir eigentlich auch heute sagen können, Beatles oder Rolling Stones muss nicht mehr sein. Ja, beide haben Geschichte geschrieben. Beide sind lebendig. Ehrlich gesagt, da haben Sie wirklich recht. Man wird da toleranter. Aber wir leben ja nicht mehr alle. Das ist das Traurige. Ja. Das ist diese lebenden Legenden gibt es ja kaum noch. Ne? Gut, der Begriff ist in der Tat. Aber es ist wirklich so, das ist interessant, dass die Dinge, wo man als ich in der Jugend gesagt habe, aha, nicht mein Ding. Inzwischen wird es ja auch nicht mehr so schlecht. Herr Bauer, ich habe Sie damals auch als Intendant interviewt, genauso wie ich Herrn Buro schon zweimal interviewt habe. Der kann richtig gut Gitarre spielen. Ach so, und er spricht ja auch super Englisch, er war ja auch Amerika-Korrespondent. Ja. Aber was ich damals mich gar nicht getraut hätte, Ihnen solche persönlichen Fragen zu stellen, ich hätte wahrscheinlich damals mehr so... offiziellere Themen angesprochen, wie ich es ja auch getan habe. Sie als Repräsentant. Ja, da hat man ja auch eine andere Funktion. Und heute jetzt kann ich mit Ihnen mal ein Bierchen trinken gehen oder so. Ich bin 3,5 Jahre raus, verfolge das mit Abstand und Sympathie, aber ich bin da wirklich raus. Also aber Sie sind trotzdem bei der NCL-Stiftung, das fällt mir nämlich auch gerade ein. Ja, das ist schön, dass Sie sagen, das hätte ich gesagt. Ich mache ein paar ehrenamtliche Sachen natürlich. Genau. Und unter anderem die Stiftung, die NCL-Stiftung, die Erforschung der Krankheit. Es gibt demenzkranke Kinder, das weiß man ja eigentlich schon. Ich habe nur gelächelt, ich möchte zu dem Thema nicht alles lachen. Gut. Nicht, dass es missverstanden wird, ich habe nur Leute gegrüßt. Ich bin nicht empfindlich. Nein, zum Thema. Nein, alles klar. Nein, bei dem Thema natürlich, das ist nichts muss man sehr ernst bleiben. Nein, das ist nichts zum Lachen. Genau. Und das sind ja wirklich ganz schreckliche Schicksale. Ja. Und es kam, dass wir beim NDR hatten wir ja, die Aktion haben wir ja immer noch, Hand in Hand für Norddeutschland. Da haben wir für Demenzkranke gesammelt. Mhm. Und was ich damals auch nicht wusste, dass es demenzkranke Kinder gibt. Ja, das die waren war mir auch nicht bekannt. Ja. Und darüber habe ich den Kontakt und dann haben die mich nach meiner aktiven Zeit gefragt, ob ich bei ihnen mitmachen möchte, sie unterstützen möchte. Und das ist schon ein Anliegen. Ich versuche, solche Dinge, gibt es jetzt mehrere, ich will die nicht alle aufzählen. Man muss ja mit seiner Zeit was Vernünftiges anfangen. Ich möchte gut leben. Ich habe so viel gearbeitet, dass ich auch Freizeit liebe und was ich, Musik machen, Italienisch lernen. Aber die Pension, Herr Marmor, und die Jahresgehälter. Ja, was soll ich dazu sagen? Die habe ich ja nicht selbst erfunden. Genau, also da. Also insofern. Haben Sie einen tollen. Ja, ich habe keine Probleme. Status als Privatier. Das ist wahr, das ist wahr. Umso mehr muss man sich verpflichtet fühlen. Was für die Gesellschaft zurückzugeben, vielleicht. Ne? Genau. Und das sind einerseits vielleicht auch mal Spenden, aber es ist auch manchmal Aktives. Ja. Und das ist aber nicht in den Medien. Ja. Weil ich dachte, Medien ein bisschen, sondern eher sowas wie die NCL-Stiftung oder die Sternenbrücke, die ist ja in Hamburg, glaube ich, auch bekannt. Also sozusagen auch Kinder, die dann ihre Zeit. Hospiz, ein Hospiz, die sterben müssen, wahrscheinlich irgendwann. Also das sind alles eher schwierige Themen auch, aber ich finde, dem muss man sich auch stellen. Da gibt es noch andere, ich will die jetzt nicht aufzeigen. Herr Marmor, wir könnten uns jetzt über Gott und die Welt unterhalten. Ich merke das. Ja. Und wir könnten die Kamera laufen lassen.
Und es wäre mir auch wichtig, eine Herzensangelegenheit, sie immer noch besser und besser kennenzulernen. Aber eine Frage habe ich wirklich noch auf der Lippe. Und zwar, sind ja wirklich in brisanten Zeiten leben wir. Was macht es mit Ihnen? Also können Sie da einen Bezug zur Kunst herstellen, dass Sie sagen, Kunst hilft uns auch in diesen Zeiten? Klingt ein bisschen klischeehaft, aber ist doch wirklich was dran, dass man in solchen Zeiten mit Kunst vielleicht auch ein bisschen mehr diese Lebensphasen, die ja sehr, sehr fragil sind. Ich bin da ganz ehrlich, ich finde jetzt hier auf so einer Messe möchte ich mich zu den Themen gar nicht äußern. Ehrlich nicht äußern, weil das ist so komplex, so schwierig und so gravierend auch. Ja, natürlich. Dass man dann, glaube ich, hier in so einer Umgebung nicht das Richtige sagt. Aber die Fordel Artwerk gibt Ihnen schon. Bitte? Die Fordel Artwerk gibt Ihnen schon Inspiration oder Da bin ich ja ein paar Mal schon gewesen. Ich finde die Idee großartig. Toll. Kunst sozusagen auch erschwinglich zu machen. Und da sind ja tolle Dinge, sehr vielfältig. Und das ist wirklich, da kann man nur Kompliment machen. Ich bin kunstinteressiert, aber das ist jetzt gar nicht der Punkt. Aber wir sehen ja, was hier los ist, auch die nächsten Tage. Und das Schöne ist halt, dass man versuchen könnte, Menschen, die vielleicht auch nicht so viel Geld haben, dass die auch hier was finden würden. Und das finde ich gut. Also ich freue mich, wenn Sie vor allen Dingen auch selbst was gefunden haben. Und nee, ich habe ja eine ganz kleine Wohnung, keinen Platz. Aber wenn Sie was finden, wenn Sie fündig werden, ich wünsche Ihnen das. Ich wünsche Ihnen heute viel Spaß, viel Genuss, viel Austausch und dass wir uns gerne nochmal bei einem neuen anderen Anlass, vielleicht bei der NCL-Stiftung sogar, wieder treffen und Sie gerne noch ein bisschen mit uns plaudern. Vielen Dank, Herr Marmor. Und übrigens, jeder, der was Gutes tun will, demenzkranke Kinder, ich glaube, viel Besseres gibt es nicht, denen zu helfen, NCL-Stiftung. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt am Stand Loft 11 aus München. Frau Birgit Saatrübe kennen Sie ja von der NCL-Stiftung und hier neben mir Axel Rockfisch. Und ich bin jetzt schon Fan von seinen Bildern, ich habe sie gerade gesehen. Aber davon später, erstmal möchte die Frau Birgit Saatrübe etwas über Herrn Rockfisch sagen. Und dann geht es weiter über Ihre Galerie und Ihre Kunst. Toll, Sie sind ja Galerist und Künstler. Richtig. Toll, mehr geht nicht. So, ja, Axel Rockfisch ist nicht nur ein hervorragender Galerist, nein, er ist auch ein sensationeller Fotograf. Wir sehen hier ein paar Werke, die wir sicherlich gleich noch mal zeigen werden. Und er unterstützt uns seit vielen, vielen Jahren in der NCL-Stiftung, beziehungsweise er spendet immer Werke für unsere Kunstauktion, die wiederum am 7. Februar hier in Hamburg stattfindet, in Jensens Lagerhaus. Ich glaube, das hatten wir schon. Kommt alle vorbei. Ich glaube, das hatten wir schon, aber ich möchte doch noch mal trotzdem erwähnen, dass es am 7. Februar ist. Genau. Jensens Lagerhaus. Richtig. Genau. So, dann leiten wir mal über zum Künstler und Galeristen, ja? Birgit, dann darf ich weiter fortführen. Herr Rockfisch, also erstmal Gratulation. Ich habe Ihr Bild vorne gesehen. Was sind denn das für glitzernde Steine? Ist das so eine Art Strass oder was ist denn das? Oder Swarovski oder haben Sie eine Kooperation mit Swarovski? Das ist natürlich Diamantenstaub. Oh, Diamantenstaub. Nein, das nennt sich tatsächlich Diamond Dust. Diamond Dust, das sehen wir auch hier an Ihrem Werk. Ich gehe mal kurz zur Seite. Genau. Wenn Sie mal kurz das Mikro in die Hand nehmen und kurz über Ihr Bild vielleicht was sagen. Genau, also vielleicht kurz zu meiner Wenigkeit. Axel Rockfisch, ich habe als Fotograf angefangen, bin auch nicht auf ein Thema festgelegt, aber viel in Sachen Pop Art. Und das ist jetzt die Weiterführung von Pop Art. Natürlich ist Andy Warhol auch ein Vorbild der Pop Art Geschichte. Und Andy Warhol hat schon ein paar Bilder damals mit Diamond Dust gemacht. Das ist eine Fotografie dahinter, abgewandelt, retuschiert in die Pop Art Geschichte. Und dann mit einem Siebdruckverfahren, wie Warhol damals noch den Diamond Dust, also quasi ein Kristallstaub, aufgetragen, sodass es ganz exakt wird. So, jetzt haben wir das Bild gesehen, jetzt darf ich auch wieder in die Kamera. Nein, Herr Rockfisch, Sie bleiben hier. Herr Rockfisch, ich bin übrigens auch Rockmusiker. Ja. Haben wir ja eine tolle Schnittmenge und tolle Synergie. Ja. Der Name verpflichtet, das Programm ist Self-Fulfilling Prophecy. So ist es. Also Sie rocken doch auch, ne? Sie wollen doch auch. Wie kommt man zu so einem tollen Namen, der ja eigentlich auch schon so ein Künstlername selber ist, ne, Rockfisch? Drei Flaschen Wein unter Freunden, Fan von AC/DC und eine Nähe zu Wasser und bin Wassermann. Also ist das nicht Ihr bürgerlicher Name? Ist der Künstlername tatsächlich. Ist der Künstlername? Genau. Bleiben wir beim Künstlernamen. Also Sie haben gerade hier Andy Warhol angesprochen. Der hatte schon mit Diamond Dust gearbeitet, ja? Finde ich ja toll. Und auch ein bisschen hier weitere Jeff Koons und Keith Haring und Lichtenstein oder sowas. Haben wir im Netzwerk, aber habe ich jetzt hier auf der Affordable hat ja die Grenze bei 10.000. Wir kommen natürlich auch bei großen Namen auch drüber. Sie haben hier auch noch ein paar Werke, die ein bisschen... Wir haben auch tolle Künstler dabei. Also ich habe dann als Fotograf
irgendwann die Galerie gegründet und auch alles das, was mir persönlich wirklich gut gefällt. Wo ist denn Ihr Standort? Ich muss jetzt alles über Sie wissen. Gegründet in Barcelona. Ja. Und da habe ich lange gelebt. Und das Ramblas da irgendwo. Ja, so ein bisschen da weiter weg. Weg vom Touristenstrom. sehr schön im alten Viertel. Und jetzt, im Gaudi-Haus, so schön. Ja, genau. Ja, tatsächlich eine Wand vom 15. Jahrhundert. Toll. Das war richtig toll, der Start. Und inzwischen in der Nähe vom Wiener Platz in Haidhausen in München. Auch eine schöne Gegend. Also ich bin ja auch gelegentlich mal in München. Da muss ich Sie unbedingt besuchen. Wie gesagt, ich bin ein Werk Ihres Bildes. Das ist auch mit Diamond Dust vorne. Das werde ich auch gleich nochmal extra filmen. Ja. Gibt es denn noch was Schönes, was Sie abschließend gerne sagen wollen zu Ihrer Galerie, zu Ihrer Kunst? Weil ich finde es toll, dass Sie in Personalunion Galerist und Künstler sind. Ich glaube, das ist auch das Schöne, also mit Künstlern zusammenarbeiten, da kann man das Herz des Künstlers, der Künstlerinnen verstehen. Auch die Wehwehchen, die man manchmal hat, die Sorgen oder die einfach die Empathie und die Passion dafür. Und manchmal sagen mir dann die Künstler, du hast keine Kunstgeschichte studiert, habe ich auch nicht, aber ich kenne mich trotzdem einigermaßen aus. Muss man auch nicht. Beatles haben auch, glaube ich, keinen. Man ist da nicht so kanalisiert, sondern tatsächlich, was ich aussuche an den Künstlern, wo ich dran hänge. Ja. Terry O'Neill ist ein legendärer Fotograf. Jimmy Nils, ein legendärer Fotograf. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz zu den Werken. Wenn Sie die Namen nennen, bitte schön hier nochmal. Das war Jimmy? Das ist Jimmy Nelson. Jimmy Nelson. Ist einer der für mich tollsten Fotografen. Er geht mit einer Großformatkamera um die Welt, hat ein Buch veröffentlicht, das heißt Before They Pass Away. Das ist über 350.000 Mal verkauft worden. Weltweit. Toll, ja. Hier haben Sie Skulpturen, wenn wir kurz ein bisschen Rundumschlag machen, ein bisschen kürzer dann, ja? Genau. Skulpturen haben wir, das ist in dem Fall ein Deutscher, Joachim Seidfude, der ein Holzschnitt sehr schnell, sehr diese solche tollen, aussagekräftigen Figuren macht. Das ist jetzt so Holz. Sehr stark. Und das ist ein Abdruck vom Holz, das verbrannt war und entsprechend mit der Bronze diesen Abdruck hingekriegt hat. Also dass das verbrannte Holz noch in der Struktur der Bronze ist. Unglaublich. Sie hatten einen anderen Namen eben noch genannt. Elliot Erwitt natürlich nicht zu vergessen. Das ist eine lebende Legende. Elliot Erwitt ist jetzt 95 geworden im Juli. Ja. Er ist in allen Museen der Welt, allen Sammlungen der Welt. Er darf auch eigentlich nicht fehlen. Und nicht nur seinen Humor, sondern auch seine Sensibilität für die Leute hat ihn sehr geprägt. So, jetzt gehen wir aber zu Ihrem Superwerk, das Sie auch nicht ohne Grund vorne exponiert hingestellt haben. Wenn Sie da noch was zu sagen würden, hier, das ist mein Favoritenbild. Jetzt weniger wegen des Sujets, sondern weil es so schön glänzt. So, jetzt. Das ist die. Gerne nochmal hin zum Bild. Ja, das ist die Serena al Mar. Serena al Mar heißt sozusagen die Meerjungfrau im Meer oder am Meer. Das ist eine Serie, die können Sie auch hier in klein nochmal durchgucken später. Und das ist ein Pigmentdruck, limitiert auf 12 Stück. Und das ist ein sozusagen Artist-Proof. Artist-Proof heißt immer das Sammlerstück, die Nullnummer von einer nächsten Serie. Und in dem Fall wieder mit Diamond Dust überzogen im Siebdruckverfahren. So, dann komme ich nochmal rüber. Alles habe ich nicht gehört, ist ja auch ein bisschen laut. Ja. Also wie gesagt, das ist mein Favorit. Also wenn Sie PR auf Lebenszeit wollen, dann müssen wir hier eine Ehe eingehen, damit ich das Bild erwerbe. Also wie gesagt, weniger wegen des Motivs nur, sondern weil das so schön reflektiert. Ist schön, so die Magic. Ja. Ne? Also Herr Rockfisch, das ist Ihr Werk jetzt aber, ne? Das ist mein Werk. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Sie sind der Talentierteste mit hier in der Galerie. Nein, das darf man nicht sagen. Aber da sind ja zwei Persönlichkeiten in Ihnen, einmal der Galerist, einmal der Künstler. Ja. Und verbietet der Galerist manchmal dem Künstler zu exaltiert, zu extraordinary zu sein oder sind Sie da immer unisono? Nee, gar nicht. Der Galerist will ja eigentlich extraordinary fördern. Ja, ich habe auch eine Serie, die heißt Extraordinary Minds. Wusste ich doch, das ist meine Empathie. Wusste ich doch, sehen Sie mal. Und das, darüber ein andermal drüber, das sind ganz, ganz machen tolle wir Leute. Das Match und das andere Mal müssen wir Sie auch treffen, damit ich mir das Bild ersteigere. Ja, sehr gut. Danke, Herr Rockfisch. Wir können in die Versteigerung bei NCL geben. Herr Rockfisch, ja genau, ich habe auch schon mal ein Bild erworben. Ja. Ersteigert bei der NCL-Stellung. Aber ich glaube, das Werk könnte mein Budget sprengen. Okay. Mal gucken. Ne? Vielleicht mache ich noch eine kleine Variante. Oder wir kriegen das noch wieder. Ja, wir kriegen das. Dankeschön. Ne? Vielen Dank. So, jetzt habe ich diesen Herrn hier kurz kennengelernt. Also es gibt ja nicht so viele Menschen, die sich auch was trauen und selber ein lebendiges Kunstwerk sein wollen, wenn ich Sie kurz vorstellen darf. Ich bin Peter Schlangenbader, Künstler aus Berlin, also Maler. Oh. Und ich sehe immer aus, als wenn ich aus meinen Bildern entstamme. Es ist toll. Wissen Sie was? Weil ich hatte mich vorhin die Formulierung gebracht, dass es auch Künstler gibt, die natürlich ganz stark mit starker Persönlichkeit auch ihre Kunst präsentieren. Ja. Und ich eigentlich nicht immer nur den Künstler möchte, der introvertiert ist, der
sich hinter seiner Kunst auch ein bisschen versteckt, sondern auch mal jemand, der nach vorne geht. Genau. Und jetzt erzählen Sie mal, also ich sehe hier ein Peace-Zeichen. Ja. Sie sind also keiner, der sagt, wir müssen, wie es jetzt in den Nachrichten propagiert wird, kriegstüchtig werden. Nein, auf gar keinen Fall. Frieden ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Sehr schön. Und Krieg ist das Furchtbarste, was es gibt. Haben Sie recht. Ja, und Liebe ist auch ganz wichtig. Sehr schön. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihre Kunst. Wie als Künstler nennen Sie sich auch wirklich Schlangenbart oder was war das? Peter Schlangenbader. Bader. Peter Schlangenbader. Peter Schlangenbader. Naja, ich bin mal aufgewachsen in der Schlangenbader Straße in Berlin. Und deshalb nenne ich mich so. Die Straße zu Kult, Sie sind ja, zu Kult geworden. Ja, ja, ja. Okay. Naja, ich bin Berliner Expressionist, zeitgenössischer Expressionist. Ja. Und ich liebe natürlich Färben, wie man sieht. Ja, aber natürlich. Ja, und so ist auch meine Malerei. Stellen Sie heute hier auf? Ja, ich bin, ja. Dann ja, folgen wir Ihnen jetzt. Dann wollen wir mal Ihre Kunst erleben. Da kommen wir jetzt hin. Wenn die Kamera mal ganz vorsichtig folgt. Herr Schlangenbader. Ein Stückchen noch. Herr Schlangenbader, toll. Wo ist Ihre Kunst? Ja, ein Stück und dann noch ein Stück. Noch ein Stück und links. Erste Reihe. Nein. Erste Reihe links. Hier, vielleicht nein, hier rum. Nein. Noch eine weiter. Nein, wir müssen. Noch einen Kilometer weiter. Ja, ungefähr. Noch einen Kilometer. Moment. Wir sind gleich da. Ach. Da kriege ich auch eine Kilometerpauschale von ein Ihnen, Bild ne? Habe ich auch schon verkauft. Ein Bild haben Sie auch schon verkauft, gucken Sie mal. Nee, hier nicht. Immer noch nicht, noch ein Kilometer. Nein. Vorsicht, Achtung, Kamera, ja, Entschuldigung. Herr Schlangenbader, kommen Sie mit. Das ist live, sehen Sie mal. Ach ja. Ja, und jetzt hier rum. Und jetzt noch 10 Kilometer nach links. Und gleich landen wir beim ADAC Pannenhilfe. Sagen Sie mal, Herr Schlangenbader, das ist aber nicht fair. Ich dachte, um die Ecke. Na ja. Ihr gleich außerhalb der Vorarlberger Art Fair wahrscheinlich, ne? Nein, hier jetzt rechts. Ach, dann sagen Sie mal, genau, das ist der Ausgang. Das ist der Ausgang oder sagen Sie dann Tschüss und Tschüss. Moment, jetzt gucken Sie mal, die Kamera muss nicht. Ah ja, da ist die bekannte Galeristin nicht auch. Hier jetzt, Herr Schlangenbader. Ah, wo denn? Frau Seedig, kommen gleich. Hier, das sind Sie, Herr Schlangenbader. Herr Schlangenbader, der weite Weg hat sich gelohnt. Bleiben Sie da stehen, Moment. Referieren Sie mal kurz über das Bild. Das ist Dagobert Duck als Drag Queen. Okay, Moment mal. Wir reden aber jetzt nicht von dem Entführer Dagobert Duck, sondern da gab es doch mal so einen Dagobert Entführer. Nee, nein. Aus der Mickey Maus. Dagobert Duck. Wo ist denn hier ein Dagobert zu sehen? Ja, Dagobert. Sehr abstrakt, der Schlangenbader. Verkleidet, ja, hat sich verkleidet als Drag Queen. Ich meine, Sie haben es trotzdem drauf mit den Farben. Das muss ich Ihnen sagen, expressiv. Ja, habe ich drauf. Hier sind noch Köpfe. Warten Sie mal. Sie haben gerade gesagt, dass Sie aus den Bildern entspringen. Ja. Stellen Sie sich mal ganz kurz vors Bild. Jetzt entspringen Sie mal aus dem Bild. Gucken Sie mal, ich kann beweisen, man kann hier auch Spaß haben mit Künstlern. Wollen Sie noch ein Bild zeigen? Ja. Frau Schlangenbader, ich meine Frau Kameramann. Frau Kamerafrau, meine ich. So, jetzt Herr Schlangenbader. Herr Schlangenbader, wie lange haben Sie... Nee, wir wollen jetzt mal bei den echten Schlangenbadern bleiben. Guck mal, kannst du da auch den unteren Schlangenbader? Das ist aber schon hier so ein bisschen so... Das ist eine Art Selbstbildnis. Ja, Philosophenkopf. Also ich bin Maler. Ja. Nee, Philosophenkopf. Ach, Philosophenkopf, kein Totenkopf. Ja. Philosoph. Also Sie Freigeist. Sind Action-Painter, oder? Das ist so nein, ein bisschen, nein, die Bilder sind x-mal übermalt. Also Wahnsinn. Das ist jetzt zwar alles schnell, immer jede Schicht... Wieso waren Sie mit der vorigen Version nicht zufrieden? Haben nein, Sie dann immer nein, ich übermale und übermale und übermale. Spaß, ja. Ja, Sie sehen ja, wie dick, teilweise daumendick die Ölfarbe. Toll. Bis es dann irgendwann, bis das Bild einfach zu mir sagt, stopp, jetzt da bin okay, ich. Okay, jetzt stopp mal, dann, jetzt gut. Dann sagt mir das Bild auch den Titel, also den Namen sozusagen, und dann weiß ich, das Bild ist fertig. Herr Schlangenbader, wenn man Sie besuchen will, wie heißt die Galerie, damit man auch in Zukunft von Ihnen noch mehr erfährt? Ja, wie heißt er? Ilja. Sie wissen nicht, wie Ihre Galerie heißt? C4, also... Herr Schlangenbader, der Name der Galerie. Ah, da kommt schon jemand, der fühlt sich angesprochen. Das ist Ilja Castellanos von C4, der managt. Ilja Castellanos, wenn Sie mal ganz kurz ins Bild kommen, Ilja Castellanos. Okay. Dann kommen Sie mal bitte in die Kamera, Ilja Castellanos. Scheu vor der Kamera. Dass ein Künstler normalerweise scheu ist, das kennt man ja, aber dass ein Vermarkter hier scheu ist. Also sagen Sie mal was über Ihren Künstler, was aussagefähig ist. Er ist grandios. Also Schlangenbader ist berühmt, bekannt. Ja. Ja, in unserem Herzen auf jeden Fall. Ja. Und er ist sehr, sehr gut. Ja. Das muss man so sagen. Wo kann man denn jetzt Werke besuchen? Also ich meine, Galerie, gibt es da einen festen Standort? Ja, wir sind ja in Berlin mit der C4, aber vor allem hier. Also wir freuen uns ja auf das Publikum hier in Hamburg. Ja. Und ansonsten in Berlin, ja. Und sein Atelier ist grandios.
Wir haben die durchgezählt, die Werke, es sind 342 Werke, alles Öl auf Sein Leinwand. Sind da alles ja. Da, ja, ja. Noch viel mehr, tausende von Zeichnungen. 30.000 Zeichnungen. 30.000 Zeichnungen hat dieser Mensch. Sie sind Herr Castellanos, war das? Ja, Herr Castellanos, vielen, vielen Dank, weil wir wollen ja daraus jetzt einen Wallfahrtsort machen. Ja. Und wir sind jetzt auf dem besten Weg dazu. Ja. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen viel Erfolg. Ja. Der Herr Schlangenbader wird mir ewig in meinem Herzen einen Platz tragen. Ich danke Ihnen. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, Chaka. Vielen Dank. So, gerade eingetroffen, Henrik Baumgarten. Du, deine Sturmfrisur wurde gerade hier bewundert und überall kommentiert. Wie kommst du denn zu dieser windschnittigen Frisur? Ja, das Problem ist einfach, du siehst die Frisur. Ja. Aber offensichtlich sieht man meinen starken Bartwuchs nicht. Ach so. Ich habe mich jetzt auch 2 Tage nicht rasiert. Also, ja, wo ist denn der Gillette-Rasierer, sag mal? Ja, ich dachte, ich mache heute mal auf Wild. Okay. Nee, aber nee, du, das ist... Auf das Künstler, passt. Heute auf Künstler. Aber hast du selber auch eine künstlerische Ader? Okay, wir wissen ja, dass du Autor bist. Aber auch bildende Kunst? Interessanterweise habe ich eine künstlerische Ader, die ich offensichtlich vererbt habe, weil meine Tochter studiert Design. Ich selber kann nicht zeichnen, ich kann gar nichts. Ja, ich kann sowieso ja nichts. Aber du kannst es weitergeben. Aber meine Tochter, die kann das, ich war ganz überrascht. Also, ihre Mutter und ich, wir sind zwar getrennt, aber wir verstehen uns sehr gut, wir waren beide sehr überrascht, als wir dann festgestellt haben, dass unsere Tochter so gut zeichnen und malen kann. Ich habe dich, glaube ich, schon 5-6 Mal interviewt bis heute. Noch nie hast du von deiner Tochter berichtet. Ja. Das erzähle ich immer gerne, ja. Ja. Und Younger Than Ever immer noch. Ich meine, du bist ja auch Autor und wir wollen ja nicht vorenthalten, dass Marietta André heute auch hier ihr mein Buch, Lieblingsbuch Buch weiter präsentiert, mein Geheimrat Lagerfeld, genau. Ja, ich habe es schon gelesen. Ich bin begeistert von den Ausschnitten von Marietta, was sie da alles erlebt hat mit Karl. Es ist sensationell. Sie hat mir auch, tatsächlich, das kann ich dir im Vertrauen sagen, sie hat mir auch Ausschnitte zugespielt, alte Videoausschnitte, wo man Karl sieht noch auf alten Vernissagen oder auf alten Modenschauen, alles Mögliche in der Talkshow mit Reinhold Beckmann noch und so weiter. Es ist wirklich brillant. Habe ich mal einen Ausschnitt gesehen im Fernsehen? Brillant. Hinak, heute hier Affordable Art für auch einen Zugang selber zur Kunst. Wenn du nicht selber Künstler, Werkschaffender bist, doch als Autor, kommen wir ja gleich drauf. Mhm. Hast du da so eine Affinität zur Kunst, gerade die zeitgenössische Kunst? Was macht die mit dir? Ich mag, ehrlich gesagt, ich bin absoluter Kunstbanause, logischerweise. Aber ich finde, manche Bilder nehmen mich ein. Weißt du, wenn man so ein Bild anguckt und das catcht einen sofort. Das ist so für mich, guten Tag. Den hast du auch eingenommen, der hat dich ganz klar sich angeguckt, als du das gesagt hast. Ja, also das finde ich schön, das ist für mich wichtig. Also, die rufen dir irgendwie so zu, die flüstern dir zu, kauf mich. Kauf mir, die flüstern mir zu, betrachte mich. Sagen wir es mal so. Lieb mich, betrachte mich. Aber hast du denn an deiner Wand in der Wohnung Interieur, hast du da? Also ich habe ein selbstgemaltes Bild von meiner Tochter, das habe ich vorhin gerade tatsächlich gerahmt und aufgehängt. Sehr schön, ist so blauer Hintergrund, eine nackte Frau irgendwie skizziert drauf. Finde ich toll, was meine Tochter so malt. Die Motive, ja. Dann habe ich einen von einem obdachlosen Künstler, ein Obdachloser, der Künstler gewesen ist oder immer noch ist, aber trotzdem obdachlos ist und in Danzig lebt, von meiner Lebensgefährtin. Da haben wir mal ein Gemälde gekauft, da hatte man so eine Ausstellung von so 12 oder 20 Stück, haben wir eins gekauft und da hoffe ich, dass das steigt im Wert. Das ist toll, das ist farbig sehr schön. Mhm. Und sonst... Bist du heute mal am Schauen, ne? Und sonst, Jetzt wollen wir noch kurz auf dein Werk zu sprechen kommen, Younger Than Ever. Ja. Nochmal die Thematik in einem Satz, Männer über 50. Männer über 50 haben so ihre Probleme, über die man mal sprechen sollte. Und noch ist nichts verloren. Und du hältst ja Lesungen, wo ist der nächste, sag ich mal, Termin, damit wir das heute schon mal den Zuschauern präsentieren können. Also, hoffentlich auch mit deiner Kunst deiner Tochter. Wir müssen Synergien nutzen. Wir sind morgen, wo wir uns heute sehen, das wird ja wahrscheinlich zu spät sein für die Ausstrahlung, sind wir bei Harley Davidson zusammen mit meiner Freundin Tina Peters, die Schönheitschirurgin ist. Und da reden wir auch mal über Männer- und Frauenprobleme und all solche Themen und so weiter. Und vielleicht am übernächsten Termin. Pass auf, am 25.11., da sehen wir uns im Pier 3 Hotel. Auch meine sehr begeisternde Freundin Kat Wulff dabei. Die singt nämlich zu den einzelnen Kapiteln. Darüber gab es ja auch mal eine Pressemitteilung. Ja. Wo ist das? Wie heißt die Location? Das heißt Pier 3 Hotel in der Hafen City. In der Hafen City, dann wissen wir es auch. Das ist am 25. Guck mal, so ein langes Interview, nur um am Ende diese Pointe zu hören, dass du mit Katrin Wulff oder Kat. Hat direkt Cut. Und die singt eben zu meinem Kapitel, meistens, Do You Think I'm Sexy? Und also, es gibt viele Sachen. Ne? Tolle Sachen. Genau. Thank you very much. Thank See you, you soon. Danke. Have a good time. Bye bye. Have a good time. Okay. Tschüss. Danke. Ciao.
So, jetzt kommt gerade der Designer Oliver Kaps und überreicht Frau André gerade ein Geschenk. Also es ist auch eine sehr herzliche, freundschaftliche Netzwerkbegegnung hier. Viele Freundeskreise, die sich über die Jahre gebildet haben. Mit den tollen Veranstaltungen, die Frau Mariette André ja, von damals bis heute durchgeführt hat. Ja, Frau Mariette André, vielen Dank für die Einladung. Heute wieder ein gelungener Auftakt der Affordable Art Fair. Was sagen Sie über Ihr Publikum, wenn Sie einladen? Dann kommt das WSU von Hamburg und auch aus vielen Teilen von Deutschland und bundesweit und international sogar auch. Also erstmal Ihnen tausend Dank, dass Sie wieder dabei sind. Ja, danke. Und ich liebe Ihre Beiträge. Und ich glaube auch jeder, der sich die Beiträge anschaut, hat Spaß. Weil Sie fangen ja die Künstler ein und die Gäste und die Stimmung und so weiter. Ja, es gibt viele Veranstaltungen, wo man über den werthaltigen Austausch nichts erfährt unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit. Und das ist hoffentlich unser Ansatz. Heute wieder Ihre Gäste, was sagen Sie? Das sind ja Freundeskreise, die über Dekaden gewachsen sind. Die sind Ihnen sicherlich alle schon ans Herz gewachsen. Und man sieht ja auch die vertraute Stimmung, ja, die Sie erfahren hier. Das macht natürlich einen Riesenspaß. Mhm. Und somit ist es auch wirklich eine meiner Lieblingsveranstaltungen. Mhm. Und als wir das Haus verließen oder Büro, um hierher zu kommen, hatten wir 1250 Zusagen und es ging bis zur letzten Sekunde. Ja, und ich war in Ferien, ich habe die Einladung jetzt erst vorgefunden. Kann ich trotzdem noch kommen? Ja. Und so ging es in einer Tour. Aber ich finde, das macht ja auch den Spaß aus. Und die meisten kennen sich ja untereinander. Ich kenne auch die meisten. Und das macht eben diese Riesenfreude. Dass man nicht nur eben die Kunst sich anschaut, sondern auch wirklich wie auf einem großen Cocktail alle trifft. Und was mir so wichtig ist, dass eben eigentlich von Anfang an, und es ist die 11. Affordable Art Fair, eine ist ja ausgefallen wegen der Pandemie, dass eben die Freunde auch, also halbwüchsige oder erwachsene Kinder mitbringen, was toll ist, die also gerade, sagen wir mal, ihre Schule abgeschlossen haben, ihre erste Wohnung haben. Und November ist natürlich genial, Weihnachten steht vor der Tür. Also das klappt dann wunderbar. Hätten wir auch gleich ein passendes Weihnachtsgeschenk. Aber da kommen wir gleich zu sprechen. Frau André, noch mal zur Affordable Art Fair, zur Entwicklung. Sie kennen ja die Anfänge hier, auch in Hamburg. Wie hat sich die weiterentwickelt? Hat die sich neu erfunden? Gibt es neue Themen, neue Aspekte? In Berlin wird es ja auch 2024 nächstes Jahr, genau, auch endlich die Affordable Art Fair dort geben. Was würden Sie Schönes noch über die Affordable Art Fair sagen? Also ich finde eben, oder fand von Anfang an die Idee so genial, von Will Ramsey. Will Ramsey, die Gründer 1999. Um ihn nicht zu verwechseln mit Bill Ramsey, richtig, der auch heute hier war. Ja. Und die Kunst zu demokratisieren. Sie haben auch nicht gesagt, dass Will Ramsey heute hier war. Der war heute hier? Ja. Ist er noch da? Ich habe ihn nicht gesehen. Aber er kommt ab und zu mal. Toll. Und ich finde ihn eben so genial mit diesem Konzept. Es gibt Konzept. Ja auch Vergleiche und man sagt ja, in Hamburg ist es besonders schön und hat eine besondere Wertigkeit nochmal, was ja auch nicht zuletzt auch Ihnen zu verdanken ist, dass Sie das auch sehr hochwertig hier alles anlegen. Ich mache hier nur den ersten Abend. Naja gut. Und aber jetzt geht ja ab morgen noch die Ausstellung weiter bis zum Sonntag. Und aber es spricht scheint sich auch rum, zu stimmen, dass wirklich Hamburg mit zu den erfolgreichsten Ausstellungen gehört. Und vor allem, man sieht viele strahlende Gesichter der Gäste, wenn sie wieder drüben stehen mit ihren in rosa Noppenfolie. Ja, sehr schöne Idee übrigens auch, ja. Einkäufen. Und aber die Galerien und Galeristen sind so glücklich. Ja, das haben wir auch von den Stimmen, von den Publikumsstimmen, auch Stimmen der Galeristen, also wirklich nur ausschließlich sehr schön. Nun wollen wir heute aber auch nicht vorenthalten, dass es heute auch noch eine tolle Synergie gibt. Habe ich noch nie erlebt, dass eine Vernissage oder eine Messe auch gleichzeitig noch mit einem Buch hier, sage ich mal, ergänzt wird. Mein Geheimrat Lagerfeld,
Hier kommen viele Freunde und auch viele Fans mittlerweile und natürlich auch Interessierte über dieses Werk zu erfahren, wenn Sie vielleicht noch mal in kurzen Sätzen darüber was sagen wollen. Ja, Sie hatten gern. 25 Jahre hatten Sie mit Karl Lagerfeld eine starke... Also, wir haben sehr eng zusammengearbeitet und gemeinsam Projekte entwickelt und waren aber eben auch befreundet. Ja. Und ich habe ihn in diesen 25 Jahren eben sehr viel von seiner privaten Seite kennengelernt. Er war ja ein Meister der Camouflage und hat ja extra dafür eine Marionette entwickelt, die ihm angeblich sagt, was er zu tun und zu lassen hat und so weiter. Könnte man auch sagen Kunstfigur oder würden Sie das... Absolute Kunstfigur. Und es war natürlich eine wunderbare Idee, weil er sagte, er macht ja nur, was die Marionette ihm sagt. Also das war schon mal die erste quasi... Identität vielleicht auch, ja? Ja, oder um sich zu distanzieren. Die offizielle. Und die zweite war natürlich die Sonnenbrille, die er brauchte im Grunde keine Brille, die war geschliffen, aber die diente ihm natürlich auch, um seine Augen nicht zu zeigen. Mhm. Und er sagte mal, er hat so einen treuen Dackelblick. Und der treue Dackelblick passte natürlich nicht zu dieser offiziellen Person, die er kreiert hatte. Ja. Aber so wie wir alleine waren, hat er die Brille abgesetzt und brauchte sie gar nicht. Und er hatte wirklich wunderschöne dunkelbraune Augen. Und ihm halt sehr warme Augen, muss man sehr ja weiß. Warmen Blick und sehr herzlich und so. Und so haben Sie ihn erlebt. Wunderbar. Wir wollen ja nur ein bisschen Begehrlichkeit wecken, dieses Buch auf jeden Fall nochmal vorstellen und freuen uns auch heute, dass Sie das heute auch Ihren Gästen, Freunden und auch mittlerweile Fans überreichen. Wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, freuen uns auch auf weitere tolle, spannende Veranstaltungen mit Ihnen und dann bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank und bis ganz bald. Hoffentlich, danke. Hier Ihr Buch, Mein Geheimrat Lagerfeld, My Privy Counselor Lagerfeld, Mariette André, die Autorin. Und übrigens auch in der Felix Juth Buchhandlung und Kunsthandel verfügbar. David Fascher. Nabel. Dein Name hat Tradition. Horst Fascher. Und es geht um die Beatles, wenn du da kurz eine Einladung bringst, auch wenn es vielleicht für dich nichts Neues ist. Nein, überhaupt kein Problem. Aber dein Name hat Tradition. David, erzähl mal. Horst Fascher. Ja. Dein Vater. Der Erste, der die Beatles nach Deutschland geholt hat. Dankeschön. Oder auf die Bühne geholt hat. Dankeschön. Da hießen sie noch nicht mal die Beatles. Wie waren die denn früher? Was erzählt dein Vater? Wie waren die Beatles? Also die waren sehr verrückt, so wie wir beide auch, als wir jung waren. War abzusehen, dass die mal eine große Karriere... Ja, das waren schon sehr große Musiktalente. Und als er die in Liverpool kennengelernt hat, da hießen die ja noch nicht mal Beatles. Da hat er ja als Erstes John Lennon kennengelernt. Oh. Und John hat dann gesagt, hör mal zu, ich stelle was zusammen. Ach toll. Ich kenne da noch einen, den Paul, den bringe ich mit. Dann hatten sie noch einen anderen, George Harrison. Und dann einen Drummer, denn das war noch nicht mal Ringo. War, wie hieß denn das? Pete Best, genau, und dann danke. Haben sie da was zusammengestellt. Oh. Und dann hat er gesagt, pass auf, ihr macht Vorprogramm. Ja. Haben irgendwie 20 Mark gekriegt am Abend. Die haben ja damals auch so Songs wie My Bonnie's Over the Ocean gesungen und sowas, ne? So ganz coole Sachen. Ganz geile Sachen. Und dann haben die da so 3 Monate jeden Tag Vorprogramm gemacht. Wahnsinn. Und irgendwann ging war nichts mehr mit Vorprogramm. Und dann hieß es ja immer, Mensch, warum machst du nicht das Management Hoddle? Ja. Und hat er gemacht? Und dann hat er gesagt, Mann, was soll ich jetzt, ich habe einen gut laufenden Laden. Ja, genau. Was soll ich jetzt hier eine namenlose Band managen? Ja, genau. Habe ich keine Zeit für. Hier sind ja auch noch viele Frauen, die ich mich kümmern muss. Also, warum soll man Jahrhundertkünstler vermarkten? Ne? Das ist dann hat er gesagt, nee, habe ich keine Zeit für. Und irgendwann, als sie dann Platz 1 aber waren, du als Sohn hättest das auch erkennen müssen. Hast du sie nicht auch einmal lebendig erlebt? Nein, ich habe wirklich nur Paul kennengelernt, Paul McCartney kennengelernt gut. Und Ringo Starr. Ich saß auch bei beiden schon auf dem Schoß, da war ich so klein. Aber John war ja schon früh tot und George Harrison habe ich leider nicht kennengelernt, aber Paul und Ringo habe ich kennengelernt. Ja. Ich habe sie leider nie erlebt. Stella McCartney hatte ich mal neben mir und das war ganz toll. Als ich Paul McCartney kennengelernt habe, da war er noch mit Linda McCartney verheiratet, die an Krebs verstorben ist. Da waren die noch so ein glückliches Pärchen, das war eine gute Zeit, da war er ja öfter mal.
Jetzt wollen wir aber auf dich zu sprechen kommen. Und was ich nicht wusste, ich wusste ja immer schon, dass du es mit den Finanzen gut drauf hast, David. Aber was ich nicht wusste, ist, dass du auch selber Kunsthandel betreibst. Ja, ja, ich mache einen Kunsthandel. Also Musik, ich bin ja lange DJ gewesen. Mhm. Also Musik und Kunst ist ja lang, ist ja eng zusammen. Wie heißt deine Firma jetzt, wenn man dich jetzt... Also das ist einfach der Vanity Art, also Kunsthandel. Vanity aber, Art. Vanity Art, okay. Aber das Ding ist... Ja. Mein Vater hat mir ja die ganzen Künstler erst gebracht. Oh. Zum Beispiel Jörg Imdorf, Baselitz, Penck. Die hatten ja das La Paloma hier auf der Reeperbahn, die Kneipe. Die von größten Imdorf. Künstler unserer Zeit. Die größten Künstler der deutschen Generation. Ja, ja, ja. Und mein Vater war ja befreundet mit den allen. Du kennst ja automatisch Imdorf, Penck, Lüppertz. Das sind ja alles Musikfreaks auch. Und irgendwann war sein Geburtstag, 50. Geburtstag, ich kann mich noch erinnern. Da war dann Imdorf, Lüppertz, Penck, Baselitz. Die waren alle als Gäste Freunde. Und irgendwann habe ich dann mal so bunte Gala gesehen, habe die ganzen Künstler gesehen, habe gesagt, Pater, ich möchte gerne mir auch mal ein, zwei Bilder kaufen. Und dann hat er mich mit ins Atelier genommen, hey, zu den Künstlern. Und dann gab es immer so, kauf zwei Bilder, zahl eins. Also ich wollte gerade sagen, das sind ja wirkliche Wertanlagen, so, ne? Dann, wenn man einen Imdorf oder ein Baselitz erwirbt. Genau, und dann habe ich zwei Imdorfs gekauft und habe dann einen verkauft. Und hatte meinen umsonst. Und habe ich gedacht, das ist gut. Das ist gut. Davon lässt sich leben, ne? Und so fing das dann an, auch selber. Natürlich hab ich die Kunst selber auch. Und ich war ja früher auch Graffiti-Sprüher. Dadurch habe ich Graffiti selbst gesprüht. Dadurch auch immer Kunst, Musik. Also es ist alles nah zusammen. Und ich finde das immer wieder gut, wenn man so neue Künstler kennenlernt, wie viel... Hast du eine Galerie auch? Kann man dich irgendwo besuchen? Nein, also Galerie... Also da muss ich ja leider sagen... Außer jetzt die Affordable Art, ja, das ist ja schon mal wieder was. Ja. Hamburg ist ja leider ein bisschen Wüste in Sachen Künste. Also eher alles mehr, früher Köln, jetzt Berlin. Es ist ja alles so ein bisschen mehr. Hamburg ist ein bisschen gediegener, ein bisschen schwieriger. Mhm. Deshalb, du brauchst hier keine Galerie. Nein, das geht heutzutage, alles über heutzutage Empfehlung, hast du eine schöne Wohnung meinetwegen, ja, hast da deine Bilder oder natürlich hast ein Lager und verkaufst überall. Absolut. Übers Internet auch oder Werke, online. Auch die nicht offiziell registriert sind. Und nein, so nicht. Aber zum Beispiel, wenn du zum Beispiel, du musst ja auch heutzutage nur vermitteln. Ja, ja. Da will man eine Sammlung aufbauen, jemand will eine Sammlung verkaufen und dann bringst du die Leute zusammen. Ich mach gerne mit. Übrigens, einen kleinen Insider muss ich dir auch verraten, wenn wir schon mal bei den großen Namen sind. Ich hatte immer einen Klassenkameraden. Mhm. Ich war damals in einem Internat, das hieß Marienau. Mhm. Und der Klassenkamerad saß plötzlich neben mir und ich hatte von Kunst überhaupt keine Ahnung. Mhm. Und wer war das? Anton Kern Baselitz. Mega. Das war also der Sohn von Baselitz. Der auch eine super Galerie. Das wusste ich nicht. Mega. Und damals war der neben mir und war immer so abgehoben und sehr arrogant und immer so etipetet. Und ich dachte, ja, immer, Vater ist natürlich ein und abends, ein am Wochenende Mann, ist er immer in sein Schloss zurückgefahren und jeder dachte, wer ist denn Anton? Da kann ich dir vor 15 Jahren war ich das erste Mal in Ahrensburg bei Jonathan Mese im Atelier. Ach, das geht ja nicht. Und dann habe ich so gedacht, was ist denn mit dem falsch gelaufen? Und dann hat er mir so zwei Gemälde, 100x80, verkauft für 500 Euro das Stück. Und heute? Ja, 50.000 pro Arbeit, aber 500 Euro. Und dann hat er mir so einen großen Militär-Jeep mit so vier Figuren angemalt, alles so ein richtiges, ein richtiger Militär-Jeep als Kunstwerk, hat er gesagt, nimm mal mit für 5.000. Und ich so, wo soll der denn hin? Ich meine, was wäre das heute wert? Was wäre das heute für ein Top-Werk? Aber also David, nimm mit, sagt er, für 5.000. Und ich so... Da bist du ja richtig in Goldgräberstimmung. Ich bedanke mich recht herzlich für diese paar tollen, schönen Einblicke und auch diese kleine Historie. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß. Danke dir. Hoffe, dass wir wieder in Kontakt sind, weil wir uns ja auch von früher kennen und jetzt einfach wieder connected sind. Das war David Fascher. Danke. Schönen Abend. Ciao. Ja, dann wollen wir mal weitere Stimmung einfangen hier. Galeria M, Watchlove vielleicht oder Woklak, Rovlove. Und sicherlich werden Sie vielleicht auch die Affordable Art Fair besuchen. Da sehen wir einen Herrn, wahrscheinlich seine Galerie. Sind Sie der Aussteller? Sie sind nicht der Aussteller, der Galerist hier. I don't speak German. You don't speak German, so I come to you. I speak a little bit English. That's very good. Just be patient, I come in a second. So, sorry, Mr. Italian and Portuguese. I don't speak Portuguese, but right. I speak German, so okay. You can prefer German. My name is Robert Parkus from Parkus Gallery.
Ah, yeah, from Parkus Gallery. Yes. And you are here the owner, the exhibitor. Yes. So what kind of art are you presenting? What artworks? We have every kind of style here. Yeah. And you can see a wide range of art. Today we have 60 artists. 60 artists? Yes, and we are looking for more. We need minimum 200 to start. Why you count your artists? Is it necessary or quantity instead of the quality? Yes, both, of course. No artist can be here without good quality content. What is your philosophy, your vision of your gallery? What kind of artists you're presenting? The artist must have quality, must have contents. Yeah. If he's a good artist, he's welcome. He or she is. Strength of expression, is it more? Must have the fire on it. The fire on it. Yeah. Would you like to introduce us to your gallery? Maybe some of the artworks here of the artists. Would you like to present? Yes, if Karina could follow us with the camera and just go, to us with us. Let me show you, for example, the name of this artist here, for example. She is an American artist. She lives in Florida. What's her name, please? Her name is Mary Joan Hinson. Hinson. Okay. Yes. Hinson. Where's the name? For the pronunciation, I didn't understand the Hinson. 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 Yeah. Is this also her artwork? Yeah. No. This is another artist from Germany. Her name is Julia Krumpfen. Julia Krumpfen. Yes. And here, do we also have the name that I can pronounce it myself? It's Mary Joan Hinson. Now I got it. So this car, the special. This is a Californian artist, and her name is Lucrecia Torva. Yeah. I see you have only women power here. Almost like 50-55% of our. You want many artists, but women. 200 women. No, that's not true. But this is another woman from Italy, and another woman from Argentina, another woman from France. Yeah, this is women power you present. This is not a coincidence. There is no man here. Yeah. You're right. why you prefer women? What is the difference of women instead of men? No, but there is no distinction. I just realized that there are no women here. Because I don't care for that. It's men. I only look for the art. Have a look just in the camera. Yeah. I only look for the art. Where are you located? That we also know from the gallery. So I am located in this little place here. I don't know if you can see. Can I see the location? Yes, you can see. You can see here. Because we also represent here international gallery. This is our headquarters in Austria. It's a castle. In Austria? Yes. Vienna? No. In near to Passau. Yeah, so, near Salzburg. And also involved. And also in Munich now. Yeah, Munich. Yeah, we are opening our new gallery on the 16th of November in Munich. Wow. Growing. Sometimes we are also in Munich, so maybe you invite us. And yes, please. You can come. Present the gallery. So it's not a coincidence you have women, but you also would take male artists, but there was no opportunity by now. I make no distinction if male or female. But there's no male artist. But this is just a coincidence. Coincidence. A coincidence. Are you married? Are you married? Yes and no. And she's an artist? No, yes and no. Okay. Just a private. So are you satisfied with the conditions, with the atmosphere of the art? Affordable art fair. This affordable art fair, I can tell you that this is one of the best art fairs that I ever had. Great reference. Yes, thank yes. You. Thank you. And the concentration of good quality pieces of works is very high, abnormal. Abnormally Do you have comparisons from this fair to others? Well, for example, I've been to Art Basel last June. Yeah, there was 240 art galleries there, and I went there twice, and I made the whole circuit twice,
And I didn't see as much good art pieces as I saw here today. This is a great reference. It's not because I'm here. Because, and it's much more expensive, I would say, yeah, the art. Well, I didn't check it, but I suppose so, yes. Yeah. So. But here, the organization of a affordable art fair, they are doing a great, how to say, selection of galleries and artists to be here. And Oliver Lindorf would appreciate your comment. Yeah, wonderful. Thank you. It was a pleasure to talk to you. Also for me, I appreciated it too. And have a good time here. Enjoy it. And for the next time, we like to follow you and join you. Thanks so much. Thank you. Big success for your gallery. It was a great pleasure. Thank you. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, hauen Sie mich bitte nicht in die Pfanne. Aber ich habe gerade diese wunderschönen Pfannen gesehen. Tolle Kunstwerke, tolle Idee. Und hier von der Galerie Anna 25, glaube ich, genau, aus Berlin. Sie sind selber die Galeristin. Genau. Dann kommen Sie gerne mal rein. Sind wir im Bild? Sie sind bitte Frau? Anna Franek. Anna? Franek. Franek. Genau. Ja, sind wir im Bild? Gute Dame. Ja, haben wir auch genug Licht? Ja. Machen Sie mal um. Frau Franek, diese Pfannen, die haben mich magisch angezogen. Ja. Hauen Sie mich jetzt bitte nicht in die Pfanne. Aber ich glaube, wenn ich mal eins über die Rübe bekommen möchte, dann mit einer Pfanne von Ihnen. Oder könnte man damit auch irgendeine Sportart oder ein Wok? Sind doch Woks eigentlich, ne? Das sind Woks, genau. Die sind vom Pham Thai Ho, dem Künstler Pham Thai Ho. Er ist vietnamesischen Ursprungs. Er ist aber als Flüchtling, als Kleinkind nach Deutschland gekommen. Ja. Seine Eltern haben den Vietnamkrieg mitgelebt, er jetzt nicht. Aber hat natürlich die Traumata mitgenommen. Und diese Verarbeitung der Traumata hat er anhand dieser Wokpfanne gemacht. Also die Serie heißt Asian Kitsch to Go. Ja. Und er hat da asiatische bzw. vietnamesische Landschaften gemacht, mit aber Kriegsmotiviken versteckt. Also hier zum Beispiel eine Bombe, die explodiert. Oh, das ist ja nicht so schön. Und das Bild heißt auch Enter Agent Orange, oder hier versteckter Lotus Vietcong, da versteckt sich ein Vietcong. Oder hier ist eine Napalm Pak Choi. Also das sind alles so Kriegsmotiviken auf einem sehr lustigen Hintergrund. Erstmal sieht es sehr geckig aus, aber wenn man sieht so an und dann auf einmal packt es ein. Genau, also ich sag mal, in der heutigen Situation, in der Weltkrisenlage, ist das natürlich etwas, was etwas auch betrübt. Genau. Aber sonst hätte ich gesagt, was für eine tolle Idee, sollte man eigentlich allen Restaurants einen Schnellimbissen anbieten. Ja. Das wäre ja mal ein USP, dass die das anbieten, so zu kochen und sozusagen die Pfannen auch zu präsentieren. Also es wäre auf jeden Fall ein Publikumsmagnet. Genau, ne? Das haben wir auch schon angeboten. Bis jetzt hatte ich noch kein asiatisches Restaurant dafür erkoren, es aufzuhängen, aber... Sind Sie selber so jung Galeristin? Wie wird man zur Galeristin? Das ist ja eine tolle Entwicklung. Also ich habe mit 16 beschlossen, Galeristin zu werden. Und dann also das ist ja unglaublich. Ich meine, viele Künstlerinnen suchen ja auch Galerien. Nach welchen Kriterien suchen Sie sich Ihre Künstler aus? Nach welchen Kriterien? Also zum einen muss mir natürlich die Kunst gefallen. So mein Schwerpunkt sind vor allem zeitgenössische Landschaft, unkonventionelle Fotografien und Sachen dazwischen, wenn man was Sind Sie selber auch Künstlerin? Nein, ich nicht. Ich habe nicht die Künstlerleidenschaft, Kunst zu schaffen. Wie haben Sie sich die Expertise erworben, dann, dass Sie sagen, ich habe Kunstgeschichte studiert. Und die Auflösung. Also das ist jetzt... Toll, toll. Ja, und dann quasi in Galerien gearbeitet, bis ich dann meine eigene eröffnet habe. Ja. Das war jetzt zum Abschluss. Eigentlich wollten wir nur eine Pfannenaufnahme machen und eine Abmoderation. Das ist hiermit erledigt. Aber was ich gerne noch von Ihnen erfahren hätte, damit wir auch ein bisschen PR für Sie machen, wo ist denn Ihr Standort? Wo können wir Sie erleben? Also Schönleinstraße 25 in Berlin. Ja, und sagen Sie bitte dem Urheber dieser Pfanne, er möge mir eine Pfanne nach Hause schicken. Sagen Sie, kann man mit auch braten und kochen oder eignet sich das nicht? Ich würde es nicht empfehlen. Nicht, dass sie die Farbe auflöst Nein, und das nicht fixiert ist. Ölfarbe, und dann wird es ja im Essen aber sein. Nicht hitzebeständig, genau. Nee. Aber was meinen Sie, wie dann das Kunstwerk aussieht? Dann ist es wirklich so. Kreatives Chaos. Hoffe ich mal, man hat gute Versicherung, dass Sie das noch bezahlen. Frau Franek, das war die Galerie Anna 25 in Berlin. In welcher Straße? Schönleinstraße 25. Schönland? Schönlein 25. Schönlein. Schönleinstraße 25, Ah, dann enden wir so schön auch. Vielen Dank, Frau Franek. Danke auch. Ja, so viele Galeristen, so viele Künstler, 85 Galerien und aus 17 Ländern. Das überfordert selbst den rasenden Reporter. Aber schauen Sie sich hier noch schöne Motive an, schöne Porträts. Nehmen Sie noch viel Impressionen mit vom Abend. Und
Schön, wenn auch Sie dieses Jahr oder nächstes Jahr dabei sind. Die 11. Ausgabe der Affordable Art Fair. Schauen Sie mal, jetzt haben wir hier eine Galerie, die Ile Galerie Barcelona. Und wir können einfach mal eine ganz kleine Führung machen. Denn hier ist niemand im Moment, doch dahinter, hinter dieser Säule. Aber so schön könnten wir in der Regel die Werke nicht filmen. Und das machen wir dann eben kurz. Ja. Leuchtende Farben. Und wer es farbenfroh mag, der ist hier richtig, in der Ile Galerie. Ja, und ein weiterer Rundgang. Dann haben wir so viele Interviews gemacht, dann können wir auch mal ein paar Impressionen einfangen wieder. Sehen Sie mal hier, tolle Motive, Gorillas. Stiere, Tiger. Die Kunstrichtungen sind ja sehr, sehr breit gefächert. Neigt sich so langsam dem Ende zu. Und es war ein sehr hippes Publikum, von sehr gediegen bis sehr hip. Und die Vielfalt macht es ja. Jetzt schauen wir hier noch mal kurz ein paar Galerien, ein paar Stimmungen, ein paar Impressionen, wie wir so schön immer sagen. Impressionen und Interviews. Vielleicht schauen Sie die Tage noch mal rein hier zur Affordable Art Fair. Aber bald auch in Berlin, 2024 in Berlin ist die Eröffnung. Und da sind wir natürlich auch gespannt, wie da die Entwicklung sein wird. Hier auch so ein bisschen so die Experten-Talks. Tja, schön anzusehen. Und jetzt kommen schon die Kollegen von RTL auf uns zu. Aber Sie filmen nicht, ich filme stattdessen und ich bin im On, ich bin im On, ihr seid im Off. Und weiter geht's, ja. Schauen Sie mal, das ist aber auch wirklich toll hier. Ich würde fast sagen, putzige Kunst. Gucken Sie mal. Da haben wir alle Spaß hier. DJ oder was ist das? Kind mit Eis. Ach, wie süß. Ja, wer sich diese Figur ausgedacht hat, der hat sich da auch mit verewigt. Herrlich. In der Galerie Schimming Hamburg. Dankeschön.